Der neue Dinosaurier von Schorsch. Schorsch liebt es, mit seinem Dinosaurier zu spielen. Der Dinosaurier ist aus Plastik. Er geht nicht kaputt. Saurier. Auch in der Badewanne spielt Schorsch gern mit seinem Dinosaurier. Und nachts nimmt Schorsch seinen Dinosaurier mit ins Bett. Saurier. Schorsch, dein Dinosaurier ist ja kaputt. Oh. Der Dinosaurier hat keinen Schwanz mehr. Armer Schorsch! Du hast den Dinosaurier auch schon sehr lange. Ein Wunder, dass er so lange gehalten hat. Vielleicht ist es mal Zeit für einen neuen Dinosaurier. Ja, wir gehen morgen zusammen in den Laden von Herrn Fuchs. Das ist der Laden von Herrn Fuchs. Im Laden von Herrn Fuchs gibt es einfach alles. Hier finden wir bestimmt einen schönen neuen Dinosaurier für dich, Schorsch. Saurier. Schorsch möchte keinen neuen Dinosaurier. Guck, Schorsch, ein Riesendinosaurier. Boah, Saurier. Guten Morgen. Was kann ich für euch tun? Wir möchten den Dinosaurier aus dem Schaufenster. Aber gerne. Gute Wahl. Das ist der Dinomat. Er brüllt, er läuft. Außerdem kann er ein Dinosaurierlied singen. Dinomat, Dinomat, hör mal, wie der Dino macht. Boah! Saurimat. Wir nehmen ihn. Schorsch spielt im Garten mit dem Dinomat. Spiel nicht so wild mit dem Dinomat, Schorsch. Er hat bewegliche Teile, die können kaputt gehen. Schorsch kann mit dem Dinomat nicht im Garten spielen. Schorsch möchte mit dem Dinomat in der Badewanne spielen. Schorsch, wenn der Dinomat nass wird, funktioniert er nicht mehr. Schorsch kann mit dem Dinomat nicht in der Badewanne spielen. Es ist Schlafenszeit. Schorsch hat den Dinomat mit ins Bett genommen. Der blöde Dinomat hat mich aufgeweckt. Vielleicht schläft er doch besser woanders, der Dinomat. Schorsch kann den Dinomat nicht mit ins Bett nehmen. Es ist morgen. Warum ist Schorsch denn so traurig? Schorsch kann gar nicht mit dem Dinomat spielen. Nicht im Garten, nicht beim Baden und nicht im Bett. Mach doch nichts, Schorsch. Dafür singt der Dinomat. Dinomat, Dinomat, hör mal wieder. Oh. Ich glaube, die Batterien sind leer, Papa Wutz. So schnell? Wie viele Batterien braucht er? Hundert und Tausende. Der Dinomat braucht eine Menge Batterien, um zu brüllen. Oh, was ist das? Eine Trompete? Die ist wohl kaputt. Saurier. Das ist keine Trompete, Peppa. Das ist der Schwanz vom alten Dinosaurier. Oh. Und Papa Wutz repariert ihn. Ich versuch's mal. Ich glaube, der ist gar nicht so einfach zu reparieren. Oh. Papa Wutz hat den Dinosaurier repariert. Hurra! Ich bin eben ein Experte im Sachen reparieren. Schorsch liebt seinen Dinosaurier. Saurier! 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 Hallo, Dinosaurier! Schorsch liebt seinen alten Dinosaurier eben über alles in der Welt. Gute Nachtgeschichte. Es ist Schlafenszeit. Papa Wutz liest Peppa und Schorsch eine Gute-Nacht-Geschichte vor. Und so lebten der Prinz, die Prinzessin, der Sittich und der Frosch glücklich und zufrieden für immer zusammen. Ende. Peppa und Schorsch sind bei der Gute-Nacht-Geschichte eingeschlafen. Gute Nacht, meine kleinen Schweinchen. Schorsch ist wieder aufgewacht. Saurier.
Welches Schweinchen? Schlaf wieder ein. Schorsch ist nicht mehr müde. Schorsch, die Nacht ist zum Schlafen da, nicht zum Spielen. Psst, ich kann dir eine gute Nachtgeschichte erzählen. Es war einmal ein kleines Schweinchen. Sein Name war Schorschi Wutz. Er machte sich auf, um sein Glück zu suchen. Bald kam er an einen großen Wald. Gefällt dir die Geschichte, Schorsch? Mitten im großen Wald kam er an ein kleines Haus. Und in diesem Haus fand er eine Schale Grießbrei. Schorschi Wutz hatte großen Hunger. Und so aß er alles auf. Ham, ham, ham. Aber als er gerade fertig war, kam Baby Bär herein. Er sagte, oh, hast du meinen Zauberbrei gegessen? Schorschi sagte, ja. Baby Bär sagte, das war Zauberbrei. Von dem wirst du ganz groß werden. Und dann fing Schorschi Wutz an zu wachsen. Er wuchs und er wuchs und er wuchs, bis er größer war als alle Bäume im Wald. Ende. Bist du jetzt müde, Schorsch? Nein. Noch nicht mal ein bisschen müde? Nein. Okay, ich erzähle noch ein bisschen weiter. Baby Bär sagte, es gibt eine Kiste mit Gold und Schätzen und die ist am Ende der Welt. Aber ich kann nicht so weit laufen, weil ich zu klein bin. Schorschi sagte, ich kann dich ja tragen. Und so lief Schorschi bis ans Ende der Welt. Er lief und er lief und er lief. Bist du denn schon müde? Nö. Schorschi lief durch Wälder, über die Berge und übers Meer. Und bist du jetzt müde? Nö. Er lief den ganzen Weg bis zum Ende der Welt. Und dort war eine große Kiste mit Gold und Schätzen. Und ein großer Drache. Ja, ein großer grüner Drache mit kleinen Flügeln, der spuckte Feuer. Zum Glück war es ein ganz lieber Drache. Und er sagte, ihr könnt den Schatz haben. Aber da fing Schorschi Wutz wieder an zu schrumpfen. Er schrumpfte und er schrumpfte und er schrumpfte, bis er wieder der kleine Schorschi Wutz von früher war. Wie kommen wir denn jetzt bloß nach Hause? Fragte Baby Bär. Ich fliege euch nach Hause, sagte der Drache. Und so hüpften Schorschi Wutz und Baby Bär auf den Rücken des Drachen. Und er flog sie den ganzen weiten Weg zurück, bis zu dem kleinen Haus im Wald. Und das ist das Ende. Schorsch ist eingeschlafen. Pepper, was machst du denn auf dem Boden? Die Nacht ist zum Schlafen, nicht zum Spielen. Gute Nacht, meine kleinen Schweinchen. Träumt was Schönes. Pepper und Schorsch liegen in ihren Betten und schlafen tief und fest. Ein Garten für Pepper und Schorsch. Papa Wutz sitzt an seinem Lieblingsplatz in der Sonne. Oh, das ist genau der richtige Tag zum Faulenzen. Papa Wutz liebt es zu faulenzen. Besser geht's doch nicht. Ah, doch, mit einer Tasse Tee. Opa Wutz will Pepper und Schorsch besuchen. Opa Wutz! Apollo! Hallo, Pepper und Schorsch! Heute lege ich mit euch euren eigenen Blumengarten an. Oh, ein Garten für Schorsch und mich. Ich habe ein Päckchen Blumensamen für jeden von euch. Und jetzt brauchen wir einen schönen sonnigen Platz, um eure Samen einzusäen. Wunderbar! Opa Wutz gräbt Peppers und Schorschs Garten um. Oh! Ah, Tee für die Arbeiter. Dankeschön, Papa Wutz.
Was geht hier vor? Wir machen hier unseren Blumengarten. Brauchen wir denn einen Blumengarten? Ja! Hier habe ich gerade auf meinem Stuhl gesessen. Es gibt wichtigere Dinge als Stühle, Papa Wutz. Aber ich sitze hier immer und lese meine Zeitung. Aber natürlich gibt es viel wichtigere Dinge als Zeitungen, Papa. Ja, Blumen zum Beispiel. Guck mal, Papa. Peppa hat viele kleine Blumensamen. Schorsch hat nur einen Blumensamen. Oh. Aber es ist ein ziemlich großer Samen. Könntest du uns etwas Wasser bringen, Papa Wutz? Na gut. Samen brauchen sehr viel Wasser. Sie sind nämlich sehr durstig. Ein paar Vögel kommen angeflogen. Du musst gut aufpassen, dass sie nicht die Samen auffressen. Husch, husch! Fliegt schnell weg, ihr Vögel! Hier ist das Wasser. Papa hat die Vögel weggescheucht. Hoho, Papa Wutz sieht auch aus wie eine Vogelscheuche. Peppa, Schorsch, kommt baden. Oh, aber was ist, wenn die Vögel zurückkommen? Keine Sorge, Peppa. Ich passe auf, dass die Vögel die Samen nicht futtern. Dankeschön, Papa. Viel Glück, Papa Wutz. Wir sehen uns morgen. Tschüss. Oh, das tut gut. Papa, du musst doch die Vogelscheuche sein. Was? Oh, husch, husch, freche Vögel. Genau, bleib da bitte stehen, bis die Vögel schlafen gehen. Ho, ho. Na gut, Peppa. Alle Vögel schlafen jetzt. Papa Wutz kann ins Haus gehen. Es ist morgen. Schorsch, komm, wir schauen nach unserem Blumengarten. Oh, Babypflanzen. Morgen. Ah, wie ich sehe, wachsen eure Pflänzchen schon. Bald werden sie große Blumen sein. Eine kleine Schnecke kommt angekrochen. Oh je, Schnecken fressen sehr gerne Pflanzen. Opa Wutz, kannst du Barbara mit in deinen Garten nehmen? Na gut. Dann kümmere ich mich um Barbara. Es ist eine Woche später. Peppa, Schorsch, kommt schnell her. Da sind ja meine Blumen. Die sind so wunderschön. Und jetzt seht mal Schorschs Blume. Das ist die Ranke einer Bohne. Und wenn man daran raufklettert, erreicht man das Schloss eines Riesen. Nein, Peppa. Aber sie ist wirklich ziemlich groß. Guck mal, die Blume von Schorsch ist sogar größer als unser Haus. Hoho, Schorschs Blume ist eine Sonnenblume. Gut gemacht, Schorsch. Ich liebe unseren Blumengarten. Und jetzt sollt ihr auch noch einen Gemüsegarten bekommen. Aber hier sitze ich immer auf meinem Stuhl. Es gibt doch wirklich wichtigere Dinge als Stühle, Papa Wutz. Ja, wie Karotten, Tomaten und Kartoffeln zum Beispiel. Bei einer Kartoffel sage ich nicht nein. Papa Wutz mag Kartoffeln. Alle mögen Kartoffeln. Opi Mümmels Dinosaurierpark. Heute hat Freddy Fuchs Geburtstag. Und alle Kinder machen einen Ausflug. Wo fahren wir hin, um deinen Geburtstag zu feiern, Freddy? Weiß ich auch nicht. Aber ich kann es kaum erwarten, anzukommen. Wir sind da! Herzlich willkommen in Opi Mümmels Dinosaurierpark! Oh! Saurier! Schorsch liebt Dinosaurier. Gibt es hier etwa echte Dinosaurier? Nein, hier gibt es nur unechte. Puh. Echte Dinosaurier sind vor 65 Millionen Jahren ausgestorben. Edmund Elefant kennt sich mit Dinosauriern aus. Er ist ein Schlauberger. Wir haben etwas Besseres als echte Dinosaurier. Wir haben singende Dinosaurier! Wir sind Dinosaurier, Saurier, Saurier. Wir sind Dinosaurier, Aber die sind klein. Ja, eigentlich sind Dinosaurier doch sehr groß. Oh ja. Wir haben einen sehr großen Dinosaurier, einen echten Brummer. Möchtet ihr den mal sehen? Ja, gern! Das hier sind seine Fußspuren.
Wir müssen ihnen nur folgen. Oh! Diese Fußspuren sehen sehr echt aus. Bist du sicher, dass hier keine richtigen Dinosaurier leben, Opi Mümmel? Ziemlich sicher, Papa Wutz. Über die Felsen, alle Mann! Über die Brücke! Durch die Höhle! Oh, die Fußspuren haben aufgehört. Schaut mal, da geht eine grüne Treppe hoch. Eine Riesenrutsche! Hui! Hui! Juhu! Hui! Boah, das ist ein Dinosaurier! Ja, das ist meine monstergroße, riesigartige Saurierrutsche! Das ist mal ein Dinosaurier. Er ist ein Brontosaurus. Genauer gesagt handelt es sich hier um einen Apatosaurus. Und du bist wohl ein kleiner Schlauberger. Ja. Also, meine werten Entdecker, seid ihr bereit für den nächsten Teil des Abenteuers? Ja, Opi Mümmel. Wir suchen jetzt als nächstes ein Ei. Ein Ei? Aber Eier sind klein. So ein Ei kann sich überall versteckt haben. Überlass das mir. Füchse sind nämlich Experten im Eiersuchen. Freddy Fuchs hat einen sehr guten Geruchssinn. Boah, was für ein Ei. Es ist groß. Warum ist das Ei denn so riesig? Es ist ein Saurier-Ei. Ist es echt? Nein, es ist besser als echt. Es ist künstlich. Schaut her. Im Saurier-Ei ist eine Geburtstagstorte versteckt. Hurra! Die Torte ist hoffentlich nicht künstlich, oder, Opi Mümmel? Nein, diese Torte ist ganz echt und ausgesprochen lecker. Wer möchte denn ein Stückchen? Ich! Hier, Geburtstagskind, du fängst an, Freddy. Herzlichen Glückwunsch, Freddy! Es ist Zeit zu tanzen und zu singen. Aufgepasst, macht mir nach! Trappel mit, trappel wie ein Saurier. Brülle mit, brülle wie ein Saurier. Stampf, 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 brüll, brüll, brüll. Mach den Saurier stampf, stampf, brüll! Das ist mein bester Geburtstag aller Zeiten! Die Kartoffeltraumstadt. Peppa und ihre Familie fahren in die Kartoffeltraumstadt. Was ist die Kartoffeltraumstadt, Mama? Das ist ein Themenpark, Peppa, wo das grandiose Gemüse gefeiert wird. Das klingt aber ein bisschen langweilig. Das wird ein Spaß. Kartoffeltraumstadt, wir kommen. Wir sind da. Familie Wutz ist angekommen an einem Kartoffelfeld. Ist das Kartoffeltraumstadt? Das muss es sein. Und mir scheint, wir kommen gerade richtig, denn es ist nicht überfüllt. Bist du dir sicher, dass wir hier richtig sind, Papa Wutz? Mir scheint, es ist ein ganz normaler Kartoffelacker. Entschuldigung, ist hier wohl Kartoffeltraumstadt? Nein, das da ist Kartoffeltraumstadt. Es ist nicht ganz das, was ich erwartet hatte. Es ist fantastisch. Wie viele Eintrittskarten? Zwei Erwachsene und zwei Kinder, bitte, Frau Mümmel. Ganz schöner Betrieb heute. Betrieb? Nein. Für Kartoffeltraumstadt ist es heute eher ruhig. Ich wünsche euch viel Spaß. Auch Peppas Freunde sind heute in Kartoffeltraumstadt. Hallo alle zusammen. Hallo Peppa. Und da ist Mr. Kartoffel höchstpersönlich. Willkommen in Kartoffeltraumstadt, wo das grandiose Gemüse gefeiert wird. Oh! Seht, unser Gemüse wird groß. Lernt hier, wie uns Gemüse fit und gesund hält. Und erkundet das All mit der Kartoffelrakete. Peppa und ihre Freunde wollen mit der Kartoffelrakete fahren. Schorsch will auch mit. Bist du dir sicher, Schorsch? Es sieht ein bisschen hoch aus. Papa Wutz mag es nicht allzu hoch. Muh!
beeil dich, Papa Wutz. Ich war da nicht hoch. Schorsch ist noch zu klein, um alleine mitzufahren. Oh, also gut. Dann lass uns schnell fahren. Oh, ihr werdet allerdings schnell fahren. Schorsch hat seine Meinung geändert. Oh, armer Schorsch. Komm zu Mami. Ich steig dann auch mal schnell aus. Und ab die Post. Viel Spaß, Papa Wutz. Oh, es hat gestoppt. Ich bin froh, dass es vorbei ist. Das ist himmlisch. Hui. Bitte aussteigen. Das war ein Spaß. Findest du nicht auch, Papa? Ja, ein toller Spaß. Mama, was ist das? Geh drumherum und steck deinen Kopf durch das Loch. Und was passiert dann? Luzi, jetzt bist du eine Tomate. Guckt, ich bin eine Möhre. Oh ja. Und ich bin ein Kürbis. Willkommen im Dinosauriergarten. Oh. Begrüßt mit mir meine Dinosaurierfreunde. Ihr braucht keine Angst zu haben, sie sind ja nicht echt. Aber sie haben ganz haargenau so ausgesehen, als sie zusammen die Erde bewohnt haben. Das stimmt nicht. Was? Der Triceratops lebte doch in der Kreidezeit, der Stegosaurus dagegen im Jura. Sie haben nicht zusammen die Erde bewohnt. Woher weißt du das? Ich bin eben ein Schlauberger. Nun denn, wer von euch möchte gerne reiten? Ich. Warum gibt es überhaupt Dinosaurier in der Kartoffeltraumstadt? Kartoffeln waren die Lieblingsspeise von Dinosauriern. Nein. Wie auch immer, Kinder lieben Dinosaurier. Saurier. Auf geht's. Hier kommt das Gemüsekarussell Schwingding. Das Gemüsekarussell Schwingding. Ich mag die Kartoffeltraumstadt. Man lernt hier Gemüse kennen und vor allem saust man darauf im Kreis herum. Die Kartoffeltraumstadt, wo das grandiose Gemüse gefeiert wird. Schatten. Es ist ein schöner sonniger Tag. Und Peppa, Schorsch und Luisa Löffel spielen Schweinchen in der Mitte. Fang, Peppa. Fang, Luisa. Schorsch ist das Schweinchen in der Mitte. Oh, Schorsch versucht, den Schatten des Balls zu fangen. Dummer Schorsch, das ist doch nicht der Ball. Das ist bloß sein Schatten. Guck. Wenn sich der Ball bewegt, bewegt sich auch sein Schatten. Du hast auch einen Schatten. Guck, Schorsch. Schorsch versucht, seinem Schatten davonzulaufen. Du kannst deinem Schatten nicht davonlaufen. Du musst rennen, um ihm loszuwerden. Peppa versucht, ihrem Schatten wegzurennen. Oh, er ist ja noch da. Hallo alle zusammen. Hallo Luzi. Wir versuchen gerade, unseren Schatten davonzulaufen. Aber niemand kann doch seinem Schatten davonlaufen. Oh, dazu braucht ihr einen Roller. Hui! Luzi versucht, ihrem Schatten davon zu fahren. Seht ihr? Aber dein Schatten ist immer noch da. Oh! Hallo zusammen! Da kommt Herr Elefant mit Emily und Edmund. Hallo! Wir versuchen gerade, unseren Schatten davon zu laufen. Man kann niemals seinem Schatten davonlaufen. Ich weiß, wir sind einfach nicht schnell genug. Nein, Luzi, es hat nichts damit zu tun, ob du schnell läufst oder nicht. Siehst du? Mein Schatten ist und bleibt unter mir. Renn schneller! Selbst wenn ich noch schneller renne, bleibt mein Schatten unter mir. Papa, dein Schatten ist zu riesig. Der bremst dich einfach. Du irrst dich, Emily. Dein Schatten bleibt immer bei dir. Warum? Wenn Sonnenstrahlen auf etwas drauftreffen, dann macht das einen Schatten. Seht her! Ah! Ich habe den größten Schatten, weil ich der größte von uns bin. Und Schorsch und ich haben die kleinsten Schatten, weil wir nämlich die kleinsten sind. Sehr schlau, Edmund. Ich bin eben ein Schlauberger. Wem gehört denn dieser Schatten?
Das ist der größte Schatten von der Welt. Er muss wohl einem Riesen gehören. Er gehört zu keinem Riesen. Dieser Schatten ist der Schatten einer Wolke. Boah! Was für eine komische Wolkenart ist das denn? Es ist eine große Wolke. Man nennt sie Stratocumulus. Ach ja. Edmund Elefant ist ein Schlauberger. Guckt, unsere Schatten werden ja länger. Oh! Das ist, weil die Sonne über den Himmel wandert und untergeht. Gleich wird es dunkel. Mein Schatten ist verschwunden. Ja, Emily. Wenn die Sonne untergeht, verschwinden alle Schatten. Peppa, George, Schlafenszeit. Wir kommen, Papa. Auf Wiedersehen, ihr alle. Auf Wiedersehen. Es ist Schlafenszeit. Es ist ein bisschen schade, dass mein Schatten jetzt weg ist. Sei nicht traurig, Peppa. Auch das elektrische Licht wirft Schatten. Und wir können Schattenspiele machen. Mama Wutz formt mit ihren Händen Schattenfiguren. Es ist ein Vögelchen. Hört mal, was es singt. Piep, piep, ich bin ein kleiner Vogel. Ich bin dran. Peppa formt eine Spinne. Ich bin der Herr Spaghettibein. Oh, wie gruselig. Jetzt macht George eine Schattenfigur. Was ist denn das, George? Saurier. George hat einen Dinosaurier-Schatten gemacht. Der ist wirklich gruselig. Gut gemacht, George. Zeit, um das Licht auszumachen. Gute Nacht, Peppa. Gute Nacht, George. Gute Nacht, ihr Schatten. Gute Nacht, Schatten. Die Beule von Frau Löffel. Peppa und George spielen mit Luzi Locke und Pedro Pony. Da kommen Luisa und Linus Löffel. Hallo, Luisa. Ich habe ein Geheimnis. Was denn für eins? Meine Mama hat eine große Beule am Bauch. Oh! Hat sie zu viel gegessen? Nein, da ist ein Babykaninchen drin. Frau Löffel, haben Sie wirklich ein Babykaninchen im Bauch? Ja. Möchtest du es gern mal hören? Ja, klar. Na und, kannst du seinen Herzschlag hören? Ja, das kann ich. Es macht so bum, bum, bum. Oh, es bewegt sich schon. Ja, manchmal treten einen Babys schon ein bisschen. Und wie heißt das Baby? Ich weiß es noch nicht. Wollt ihr euch vielleicht einen Namen ausdenken? Ja, gern. Guten Tag, Frau Löffel. Möchten Sie eine Tasse Kaffee? Kaffee darf ich nicht trinken, aber ich habe ziemlich großen Hunger. Möchten Sie eine Karotte? Karotten mag ich gerade nicht. Haben Sie vielleicht Kartoffeln? Ja, natürlich. Eine Kartoffel mit Pudding. Und Käse. Und Erdbeerkompott, bitte. Eine Kartoffel mit Pudding, Käse und Erdbeerkompott? Was für eine merkwürdige Mischung. Wir müssen uns einen Namen für das Baby ausdenken. Ja, wenn es ein Mädchen wird, dann nennen wir es Lisabeth Löffel. Oder wie wär's mit Lola Löffel, Lolita Löffel, Jennifer Löffel. Ich glaub, nein, eher nicht, Pedro. Jennifer Löffel klingt doch nicht gut. Ich mag Lotte. Lotte Löffel. Ja, das klingt toll. Aber vielleicht ist das Baby ein Junge. Oh, dann vielleicht Lukas Löffel. Leander Löffel. Michael Löffel. Michael Löffel? Nein. Laurenz Löffel. Ja, Laurenz Löffel. Danke für die leckere Kartoffel mit Pudding, Käse und Erdbeerkompott, Frau Wutz. Gern geschehen. Wir haben einen Namen für das Baby. Lotte, falls es ein Mädchen ist, und Laurenz, falls es ein Junge ist. Das sind sehr schöne Namen. Schade, dass das Baby nicht beide Namen bekommen kann. Au! Oh, mein Bauch! Das kommt, weil du immer so komische Sachen isst. Das glaube ich nicht, Papa Löffel. Das Baby kommt jetzt. Oh, wei! Auf ins Krankenhaus! Schnell, Beeilung! Keine Panik! Tschüss! Tschüss! Viel Glück! Hast du alle Sachen eingepackt? Ich habe an alles gedacht. Duftkerzen, Yogamusik, Kissen und genug zu essen für mindestens 3 Tage. Keine Panik, keine Panik.
Hallo da drin, wir bekommen ein Kaninchen. Hallo Schwester, was machst du denn hier? Ich kriege ein Baby, weißt du noch? Oh ja, dann komm mal besser mit. Kann ich denn auch mitkommen? Muh, Sie müssen bitte erst das Auto parken. Aber keine Sorge, ein Baby zu bekommen braucht immer so viel Zeit. Alle Mann aus dem Weg! Meine Schwester bekommt ein Baby! Ein Teekessel und ein Haufen Handtücher. Das sollte ja wohl für einige Tage reichen. Oh, wo soll der ganze Krempel hin? Zurück ins Auto. Wir brauchen ihn nicht mehr. Was? Papa, jetzt hast du die Geburt verpasst. Wirklich? Ist es ein Junge oder ein Mädchen? Beides. Wir haben nämlich Zwillinge. Oh, toll! Am nächsten Tag ist Frau Löffel wieder zu Hause. Hallo. Können wir bitte die Zwillinge sehen? Ja, natürlich, Peppa. Oh. Sind es Jungen oder Mädchen? Na, beides. Ein Junge und ein Mädchen. Sie heißen Lotte und Laurenz. Also habt ihr doch beide Namen genommen? Ja. Lotte Löffel und Laurenz Löffel. Das sind die besten Namen der Welt. Und wir haben sie uns ausgedacht. Der internationale Tag. Peppa und ihre Freunde sind im Kindergarten. Sie tragen Kostüme aus vielen verschiedenen Ländern. Heute feiern wir den internationalen Tag. Und das heißt, wir feiern alle Länder auf dieser Welt. Hurra! Peppa ist Frankreich. Ich bin Frankreich. Schorsch ist Russland. Pedro ist Amerika. Yeehaw! Zoe ist Japan. Konnichiwa. Luzi ist Holland. Hallo. So sagt man in Holland Hallo. Madame Gazelle, und was sollen die Länder der Welt jetzt tun? Wir singen jetzt das Friedens- und Freundschaftslied zusammen. Hurra! Ich liebe singen. Oh, ich auch. Wisst ihr denn noch alle, wie der Text geht? Ja, Madame Gazelle. Wir wollen Frieden für die ganze Welt. Alle Länder sollen Freunde sein. Wir wollen Frieden für die ganze Welt. Wir hier wollen Freunde sein. Wunderschön. Und nachher werden wir das Lied für eure Mamas und Papa singen. Jetzt ist Spielzeit. Viel Spaß wünsche ich euch. Ich hoffe, ihr vertragt euch schön. Alle Länder spielen auf dem Spielplatz. England ist auf der Rutsche. Hui! Frankreich und die Schweiz schaukeln. Deutschland spielt Hüpfekästchen. Eins, zwei, drei. Amerika, Russland, Spanien und Griechenland spielen im Sandkasten. Ich baue jetzt eine riesige Sandburg. Yippie! Da kommen Holland und Japan. Jetzt sind wir mal dran, im Sandkasten zu spielen. Warum? Weil ihr jetzt lang genug da drin wart. Und deshalb kommt ihr da bitte mal raus. Wir wollen aber viel lieber hier bleiben. Oh je, mehr als 4 Länder passen nicht in den Sandkasten. Was ist denn hier los? Wir wollen jetzt auch mal in den Sandkasten. Aber wir waren hier zuerst. Sagt bloß, Luzi kommandiert euch herum. Schorsch hat angefangen. Schorsch lässt du schön in Ruhe. Er ist viel kleiner als du. Hallo, hallo, hallo. Warum veranstaltet ihr hier so einen Lärm? Die beiden da wollen uns einfach aus dem Sandkasten verjagen. Nein, das stimmt nicht. Stimmt ja wohl. Schorsch hat angefangen. Oje, die Länder der Welt vertragen sich überhaupt nicht. Wir wollen Frieden für die ganze... Was soll der Lärm? Mon Dieu, die Länder der Welt streiten sich. Wir sind so lange da drin und das darf man nicht. Das darf man wohl. Das ist nicht fair. Ist das wohl? Hört jetzt auf damit. Luzi, immer willst du alle anderen herumkommandieren. Nein, das stimmt gar nicht. Kinder, Kinder.
Was ist denn passiert? Amerika, Russland, Spanien und Griechenland wollen den Sandkasten einfach nicht teilen. Holland will alle herumkommandieren. Du bist die Kommandiererin. Jetzt reicht es aber. Glaubt ihr etwa, dass sich die Länder der Welt so benehmen sollten? Vielleicht nicht? Natürlich nicht. Entschuldigung, Madame Gazelle. Hallo! Alle Eltern sind gekommen. Und wie läuft der internationale Tag? Eigentlich ganz gut. Das freut mich. Wie schön. Wir tragen gern etwas vor. Sie hören das Friedenslied. Wir wollen Frieden für die ganze Welt. Alle Länder sollen Freunde sein. Wir wollen Frieden für die ganze Welt. Wir hier wollen Freunde sein. Bravo! Es ist schön zu sehen, dass sich hier alle Länder so einig sind. Peppa und ihre Freunde lieben es, zusammen das Friedenslied zu singen. Alle Länder der Welt lieben es, zusammen das Friedenslied zu singen. Das Regentagsspiel. Es regnet. Peppa und Schorsch müssen zu Hause bleiben. Ich mag Regentage nicht so gerne. Ich mag sie, denn hinterher gibt es schöne Matschepfützen zum Reinspringen. Gute Idee, Peppa Wutz. Wir gehen gleich nach draußen. Peppa, wir müssen warten, bis es aufgehört hat zu regnen. Wann hört es denn auf? Komm, wir hören den Wetterbericht an. Hier ist der Wetterbericht. Heute regnet es den ganzen Tag. Oh. Ich finde, wir sollten das Regentagsspiel spielen. Was ist das Regentagsspiel? Ich zeige es euch. Ich nehme diese quietsche Ente und verstecke sie so, dass ihr sie sehen könnt. Meinst du, dass ihr sie findet? Papa, wenn wir sie sehen können, hast du sie doch überhaupt nicht versteckt. Schaut mal her. Ich verstecke die Ente hier und ihr sagt mir, wo sie ist. Da. Vollkommen richtig. Das ist zu einfach, Papa. Es bleibt aber nicht so einfach, Peppa. Wer von euch möchte anfangen? Weil das Spiel Babyeier leicht ist, kann Schorsch ruhig anfangen. Na gut, dann wartest du hier. Papa Wutz sucht einen guten Platz für die Quietscheente. Die Ente ist irgendwo im Kinderzimmer. Schorsch sucht die Quietscheente. Aber sie ist gar nicht so leicht zu finden. Oh. Schorsch, du kannst sie sehen. Streng mal deine Augen an. Schorsch strengt seine Augen an, um die Quietscheente zu finden. Es wird schon wärmer, kälter, ganz warm. Schorsch hat die Quietscheente gefunden. Hurra! Ich habe sie sofort gesehen. Dieses Spiel ist zu einfach. Mal sehen, Peppa ist dran. Jetzt verstecke ich die Ente mal. Mama Wutz sucht ein Plätzchen für die Ente, damit Peppa sie suchen kann. Ich finde die Quietscheente sofort. Fertig! Die Quietscheente ist irgendwo in der Küche. Ich komme dich jetzt suchen, Quietscheentchen. Ich weiß, wo du bist. Du bist in der Spüle. Oh! Die Quietscheente ist nicht in der Spüle. Jetzt weiß ich's. Du bist unter dem Tisch gekrochen. Die Quietscheente ist nicht unter dem Tisch. Könnt ihr mir helfen? Bitte. Sie hat sich zwischen anderen gelben Sachen verborgen. Was kann denn hier noch wohnen, was so gelb ist wie die Ente? Bananen! Da bist du ja! Peppa hat die Quietscheente gefunden. Sie war in der Obstschale. Hurra! Gut gemacht! Ich möchte das Regentagsspiel gerne nochmal spielen. Dieses Mal sucht ihr beide nach der Quietscheente. Papa Wutz setzt die Ente so hin, dass Peppa und Schorsch sie suchen können. Fertig! Ich bin im Wohnzimmer! Sitzt sie auf dem Sofa? Nein. Ist sie vielleicht auf dem Fernseher? Nein. Sie ist überhaupt nirgendwo. Soll ich euch mal helfen? Sie sitzt auf etwas ziemlich Großem und ziemlich Schlauem. Und ziemlich Nettem. Papa! Sie sitzt auf deinem Kopf. Das ist das beste Entenversteck aller Zeiten. Oh, der Regen hat ja aufgehört. Warum gehen wir nicht nach draußen? Aber
aber ich will gerne noch mal das Regentagsspiel spielen. Ich glaube, dir wird das Draußen-Regentagsspiel sogar noch besser gefallen. Was ist das für ein Spiel? Ich habe keine Ahnung. Das Ziel ist, wir finden eine Matschepfütze. Hab sie schon gefunden. Ist das das Spiel? Bei diesem Spiel geht es nicht nur ums Finden, Peppa. Was kann man mit einer Matschepfütze machen? Darin herumhüpfen? Richtig schön in einer Matschepfütze herumhüpfen. Ich mag alle Regentagsspiele. Aber besonders mag ich das, bei dem wir in Matschepfützen herumhüpfen. Cowboy Pedro. Es ist ein schöner, sonniger Tag. Pedro hat ein neues Spielzelt. Hier kommen Peppa, Schorsch, Klausi Kleff, Luzi Locke und Wendy Wolf. Hallo, hallo Pedro! Hallo, everybody! Willkommen in meinem Cowboy Camp. Yeeha! Das ist ein Zelt. Das ist ein Cowboy Camp, wo Cowboys die Nacht drin verbringen. Übernachtest du denn heute Nacht da drin? Nein, das ist mir doch ein bisschen zu gruselig. Aber wir können ja so tun, als wäre Nacht. Aber es ist jetzt nicht Nacht. Stellt euch vor, die Sonne wäre der Mond. Okay. Pedro, sind wir denn jetzt auch Cowboys? Klar, ihr könnt ja meine Kumpels sein. Ist mein kleiner Cowboy hungrig? Klar bin ich das, Ma. Das war echte Cowboy-Sprache. Habt ihr Cowboys und Cowgirls denn vielleicht auch ein bisschen Hunger? Ja, haben wir, Ma. Zelten denn auch richtige Cowboys immer in der Nähe von ihrer Mami? Nein, du musst so tun, als ob das Haus überhaupt nicht da wäre. Dies ist der Wilde Westen. Was ist das? Der Wilde Westen ist das Land, in dem die Cowboys leben. Und was machen Cowboys so? Sie erzählen sich Geschichten, essen Bohnen und singen Lieder. Bohnen mit Toast für alle Cowboys. Hurra! Cowboys lieben Bohnen auf Toast. Alle lieben Bohnen auf Toast. Wer will ein Cowboy-Lied hören? Kannst du denn ein echtes Cowboy-Lied singen? Ja, hab ich mir selber ausgedacht. Hört mal her. Ich bin ein echter Cowboy und ich esse gern Bohnentoast mit nem Bing, mit nem Bong, mit nem Buh. Bohnentoast, Bing, Bohnentoast, Buh. Bohnentoast, Bingeli, Bongeli, Buh. Bohnentoast, Bing, Bohnentoast, Buh. Bohnentoast, Bingeli, Bongeli, Buh. Lass uns ins Zelt kriechen und Geschichten erzählen. Ich wüsste da wohl schon eine. Sie soll gruselig sein. Es war eine nasse und windige Nacht im Wilden Westen. Oh! Und wilde Tiere schlichen herum und suchten nach Nahrung. Suchten nach Nahrung in der Nacht? Es gibt Tiere, die in der Nacht fressen, Luzi. Wilde Nachttiere. Und der mutige Cowboy Pedro war alleine in seinem Zelt. Aber er konnte nicht schlafen, denn etwas schlich draußen um sein Zelt herum. War es ein wildes Nachttier? Was ist das? Das ist ein wildes Nachttier. Ah! Oh. Es ist ein winzig kleiner Vogel, der sich Pedros Zelt anschauen will. Ich dachte zuerst, es ist ein Adler. Adler leben nämlich im Wilden Westen. Ist alles in Ordnung bei euch? Ja, Mami. Ihr müsst gleich mal Schluss machen. Aber wir haben noch nicht so getan, als hätten wir im Zelt geschlafen. Alle Mann, schnell zurück ins Zelt. Gute Nacht, Kumpels. Gute Nacht, Cowboy Pedro. Ich bin echt froh, dass da draußen keine wilden Nachttiere sind. Wilde Nachttiere! Ah! Es ist ein Wolf! Ja, es ist mein Vater. Herr Wolf ist gekommen, um Wendy abzuholen. Alle Eltern kommen, um ihre Kinder abzuholen. Auf Wiedersehen, Cowboy Pedro! Auf Wiedersehen, alle zusammen! Kommst du denn jetzt rein, Pedro? Ich will noch ein bisschen so tun, als würde ich im Zelt schlafen. Ist gut.
Ich will doch lieber reinkommen. Klar, mein mutiger kleiner Cowboy. Auch mutige kleine Cowboys schlafen manchmal gerne im Haus. Gute Nacht, Pedro. Gute Nacht. Die Weihnachtsshow. Es ist Weihnachtszeit. Peppas Kindergartengruppe will sich im Theater Mr. Kartoffels Weihnachtsshow ansehen. Wir sind da. Oh, das sind bestimmt die Leute, die heute Theater spielen. Mr. Kartoffel. Miss Möhre. Biene Blaubeer. Und kleines Kraut. Hallo, eure Karten. Setzt euch auf den Platz mit der richtigen Nummer. Hier ist mein Platz. Nummer 5. 6. 7. 8. 9. 10. Fertig, Kinder. Die Show wird gleich losgehen. Madame Gazelle, ich muss noch mal aufs Klo gehen. Oh, Pedro! Entschuldigung, sorry. Danke. Beeil dich, Pedro. Ich war noch nie bei einer Weihnachtsshow. Das ist ganz schön aufregend. Tut mir leid. Entschuldigung. Psst! Kinder, seid jetzt bitte alle ruhig. Was ist das für Musik? Die Show fängt jetzt an. Oh, Entschuldigung. Das ist nicht die Musik von der Weihnachtsshow. Es ist Madame Gazelles Handy, das klingelt. Boah, und welches Handy ist das? Jetzt fängt wirklich die Weihnachtsshow an. Willkommen zu Mr. Kartoffels Weihnachtsshow. Mit meinen tollen Leuten und einer Überraschung. Oh! Hallo, Kinder. Ich bin Mr. Kartoffel. Das ist Miss Möhre. Hier kommt Biene Blaubeer. Und jetzt alle bitte einen dicken Applaus für unseren jüngsten Spross. Kleines Kraut. Wo ist kleines Kraut denn hin? Kleines Kraut? Wo steckst du? Er ist weg. Oh. Könnt ihr uns helfen, ihn zu finden, Kinder? Ja! Wenn ihr ihn seht, Kinder, ruft laut: Da ist kleines Kraut! Da ist kleines Kraut! Genauso! Wenn ihr ihn seht, ruft genauso! Da ist er ja! Er ist hinter euch! Wo? Da! Hinter euch! Ich sehe ihn nicht. Die haben ja wohl Tomaten auf den Augen, oder? Da bist du ja, du freches kleines Kraut. Guckt, ich bin eine verzauberte Möhrenfee. Und jetzt, Kinder, kann ich fliegen. Die wird an einem Seil hochgezogen. Ihr zwei dürft euch etwas wünschen. Was ist euer Wunsch? Wir wünschen uns einen Weihnachtsbaum. Euer Wunsch ist mir Befehl. Oh. Und jetzt singen wir unser Weihnachtslied. Wollt ihr es gerne hören, liebe Kinder? Ja! Kleines Kraut auf dem Weihnachtsbaum, Kartoffel, Möhre, Blaubeer, Glaubenskaum. Ja, wir wünschen euch zusammen ein frohes Fest und ein Weihnachten, das ihr nie vergesst. Das war's. Wiedersehen, Kinder. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten euch alle. Das war ein bisschen kurz. Hallo. Wir haben noch eine Überraschung für euch. Eine sehr bedeutende Person ist hier, um euch alle zu begrüßen. Ho, ho, ho. Ratet mal, wer das sein könnte. Ho, ho, ho. Es ist die Königin. Es ist der Weihnachtsmann. Hurra! Hallo, Kinder. Wart ihr auch alle brav? Ja! Habt ihr auch immer schön eure Zähne geputzt? Ja! Und immer schön eure Zimmer aufgeräumt? Sehr gut. Ho, ho, ho. Frohe Weihnachten. Und jetzt noch mal das Weihnachtslied. Alle zusammen. Ja! Captain Clef. Peppa und ihre Freunde spielen zu Hause bei Klausi Clef. Ich bin ein Kapitän und segle über die Weltmeere.
Wir sind die munteren Piraten. Potz, Blitz und Donner. Ahoi! Das Postauto. Es ist Herr Zebra, der Postbote. Guten Tag, Frau Kleff. Ich habe eine Postkarte für Sie. Dankeschön, Herr Zebra. Tschüss dann. Von wem ist die Postkarte denn, Mami? Sie ist von Captain Kleff. Papi! Er schreibt, dass er seine Weltumsegelung beendet hat und jetzt nach Hause kommt. Oh! Wie aufregend! Wann wird er wohl zurück sein? Ahoi auch, Herr Zebra! Hallo, Captain Kleff! Hallo! Papi! Klausi! Papi! Klausi! Papi! Captain Kleff ist wieder an Land. Mein Captain Kleff! Mama Kleff, mein Herzensschatz! Für wie lange bleibst du jetzt hier, Papa? Für immer! Ich habe beschlossen, das Reisen sein zu lassen. Ich habe die Welt gesehen und ich habe mein Glück gemacht. Oh! Und wieder verloren. Oh! Und wiedergefunden. Hurra! Ich liebe das Reisen. Aber es gibt etwas, das ich wirklich vermisse, wenn ich fort bin. Was denn, Papa? Natürlich meine Lieblinge. Darum hänge ich meine Kapitänsmütze mal an den Nagel. Ich erzähle euch nun alles über meine vielen Reisen. Ich war wieder einmal eine Ewigkeit unterwegs, segelte rund um die Welt. Einmal ganz rum? Jo. Was passierte, als du ganz unten warst? Bist du runtergefallen? Nein, ich fuhr hart am Wind. Boah, was für ein Abenteuer. Das war es. Und ich habe euch allen Geschenke mitgebracht. Oh, Geschenke? Hier ist eine Trommel für Klausi aus einem weit entlegenen Dschungel. Dankeschön, Papa. Sehr gut, Klausi. Ich kann sogar noch lauter. Vielleicht ist das für heute erstmal genug getrommelt. Und für alle deine Freunde Muscheln von einer Südseeinsel. Oh! Wenn ihr sie ans Ohr haltet, könnt ihr das Meer rauschen hören. Ja, ich kann sogar den Strand hören. Und für meinen Liebling Mama Kleff einen Schatz aus Gold und Juwelen. Oh, wie reizend! Genau, was ich mir wünsche. Ah, es ist herrlich wieder zu Hause. Es ist Morgen. Captain Kleff ist früh auf den Beinen. Papa? Was machst du gerade? Ich prüfe den Wind, Klausi. Warum? Segler prüfen immer erst den Wind, bevor sie segeln. Aber du segelst doch jetzt gar nicht mehr. Ja, stimmt. Das habe ich gesagt, glaube ich. Vermisst du denn das Meer, Papa? Nein, nein. Ich vermisse das Meer nicht. Aber ich vermisse mein Boot. Ich hätte da ein Boot, das Opi Kleff mal für mich gebaut hat. Aha, das ist eine genaue Kopie von meinem Boot. Du könntest mir helfen, damit zu segeln. Das wird ein Spaß. Peppa und ihre Freunde sind am Ententeich. Ahoi, ihr Schiffskameraden. Ist noch für einen weiteren Kahn Platz im Wasser? Ja. Ausgezeichnet. Klausi, unser Boot braucht einen Kapitän. Es kann nicht alleine segeln. Papa? Willst du mein Bootskapitän sein? Ich wäre begeistert, Klausi. Und du bist mein erster Steuermann. Ja, bitte. Boot zu Wasser lassen. Ei, ei, Captain. Der Wind weht aus Südwest. Das Wasser ist ruhig. Beim letzten Abenteuer segelte ich mit meinem Boot um die ganze Welt. Das Abenteuer heute heißt also, ich segel mit meinem Boot über den ganzen Ententeich. Captain Kleff liebt es, über den Ententeich zu segeln. Alle lieben es, über den Ententeich zu segeln. Die fliegende Tierärztin. Peppa ist mit Goldi, dem Fisch, zur Untersuchung bei der Tierärztin. Du hast einen gesunden, glücklichen Fisch. Sie ist sehr hübsch. Dankeschön, Frau Dr. Hamster. Hallo? Hallo, Dr. Hamster. Hier spricht Herr Elefant. Herr Elefant und seine Familie machen eine Wanderung in den Bergen. Hier liegt eine kranke Eidechse. Es ist ein Gecko. Edmund weiß alles über Eidechsen. Er ist ein Schlauberger. Ich bin gleich da. Oh, können wir denn auch mitkommen? Aber klar, dann mal los.
Fahren wir denn auch mit dem Notarztwagen? Nein, die Berge sind zu weit entfernt. Wir nehmen ein Flugzeug. Oh, Flugzeug. Schorsch liebt Flugzeuge. Alle Mann an Bord! Auf und davon! Ich wusste gar nicht, dass Sie ein Flugzeug haben, Frau Dr. Hamster. Klar doch. Ich bin die fliegende Tierärztin. Gott sei Dank, die Tierärztin ist da. Lassen Sie mich durch. Tierärztin im Dienst. Wo ist die kranke Eidechse? Hier ist sie. Oh, armes kleines Gürkchen. Was hat die Eidechse denn für eine Krankheit? Die scheint verkehrt herumzuliegen. Ich drehe sie mal um. So. Dr. Hamster hat der Eidechse geholfen. Hurra! Oh, schon wieder ein neuer Notfall. Hallo? Hallo. Opa Wutz ist hier am Apparat. Opa Wutz ist mit seinem Boot draußen auf dem Meer. Es geht um Polly. Mein Papagei scheint krank zu sein. Oh, Papagei krank. Ich bin gleich da. Guck, Polly, da kommt die fliegende Tierärztin. Wo landen wir denn hier überhaupt? Das ist ein Wasserflugzeug, Peppa. Wir können auf dem Wasser landen. Boah. Hallo, Peppa, Schorsch. Hallo, Opa Wutz. Wir sind alle gekommen, um Polly zu helfen. Seit wann geht es Polly denn schlecht? Seitdem wir mit dem Boot rausgefahren sind. Aha. Ich glaube, ich weiß, was Polly fehlt. Sie ist seekrank. Oh! Bringt sie wieder ans trockene Ufer. Je eher, desto besser. Da ist eine Insel. Da sind wir schon. Besser, Polly. Ah, besser, Polly. Hurra! Polly fühlt sich putzmunter. Oh, doch nicht schon wieder Notfall. Hallo? Hallo, hier spricht Papa Wutz. Papa Wutz ist in seinem Büro. Auf unserem Dach sitzen ein paar Entenküken. Ich bin schon unterwegs. Boah, gut, dass Sie gekommen sind. Bitte Platz machen. Dr. Hamster ist da. Frau Ente hat ihre Eier dieses Mal auf unser Dach gelegt. Und nun sind die Entenküken ausgeschlüpft. Wer kann gut ein Quackgeräusch machen? Ich. Ich kann wirklich sehr, sehr gut quaken. Peppa, dann quack mal. Und die Entenküken werden dir folgen. Quack, quack, quack. Quack, quack, quack. Bring sie gleich zurück zum Ententeich, Peppa. Okay. Ich bin Mama Ente. Quack, quack, quack. Quack, quack, quack. Die Küken sind wieder bei Mama und Papa. Und alles nur wegen mir. Hallo? Ist da schon wieder ein neuer Notfall? Ja, da spricht Herr Hamster. Wir trinken jetzt Tee. Tschüss. Auf Wiedersehen, Dr. Hamster. Dankeschön. Kein Problem. Ja, so sieht der Arbeitstag einer fliegenden Tierärztin aus. Katinka Känguru. Es ist ein wunderschöner Tag. Herr und Frau Känguru wollen Peppa und ihre Familie besuchen. Hallo? Guten Tag, Herr Wutz. Wir kennen uns von früher, vom Flughafen. Es ist schon länger her. Sie sagten, wir seien jederzeit willkommen. Tatsächlich? Ja, nur dass seit damals Katinka und Konrad dazugekommen sind. Sagt Hallo, Kinder. Hallo, ich bin Katinka Känguru. Ich bin Peppa Wutz. Und das ist mein kleiner Bruder Schorsch. Das ist mein kleiner Bruder Konrad. Konrad wohnt im Beutel von Frau Känguru. Ich habe ganz schön Durst nach der vielen Reiserei. Möchten Sie etwas trinken? Sehr gern. Limonade, die liebe ich. Schmeckt lecker. Oh. Nehmen Sie Platz. Haben Sie Hunger? Ich habe immer Hunger. Kein Problem. Wir machen was zu essen. Herr Känguru will das Essen auf einem Grill zubereiten. Möchte jemand Maiskolben? Lecker. Vielleicht sollten wir zu Hause auch mal grillen.
Moment mal, aber wir sind ja hier zu Hause. Los, komm, Katinka. Lass uns im Garten spielen gehen. Wir können mein Lieblingsspiel spielen. Es heißt im Matschepfützen auf- und abhüpfen. Hüpfen finde ich auch toll. Zuerst müssen wir eine Matschepfütze finden. Oh, aber es gibt ja gar keine Matschepfützen. Der Boden ist zu trocken für Matschepfützen. Ich wünschte, es würde regnen. Wenn es nur nicht regnet. Also wir lieben Regen. Bei uns regnet es fast nie. Also wenn Sie sich hier in unserem Land Regen wünschen, müssen Sie nur grillen. Oh. Wir können aber trotzdem ein bisschen hüpfen. Schorsch ist wirklich ziemlich gut im Hüpfen, aber ich kann es noch besser. Schau mir mal zu. Genau so musst du es machen. Und jetzt bist du dran, Katinka. Ja, gut. Kängurus können wirklich sehr hoch springen. Boah. Da kommt Luisa Löffel. Hallihallo, Luisa. Das ist meine Freundin Katinka. Hallo, Katinka. Was spielt ihr gerade? Wir spielen gerade Hüpfen. Kaninchen sind die besten Hüpfer. Schaut mal. Das war schon gut, Luisa. Aber du bist lange nicht so gut wie meine Freundin Katinka. Na los, spring noch mal, ja? Aber ich will nicht angeben. Na mach schon. Na gut. Oh, das ist hoch. Katinka Känguru ist die Beste im Hüpfen. Da kommt Pedro Pony. Hallo alle zusammen. Hallo Pedro. Das ist meine Freundin Katinka Känguru. Sie ist meine Freundin. Sie hüpft höher als alle anderen auf der Welt. Nein, niemand kann höher hüpfen als ich. Auf meinem super Spezialhüpfball. Zeig's ihm, Katinka. Aber Pedro hat es doch gut gemacht. Los, mach. Na gut. Boah. Katinka Känguru ist wirklich die Beste im Hüpfen. Also ich könnte schon höher springen, aber ich bin heute ein bisschen müde. Oh, was war das denn? Es regnet. Wie ich schon sagte, wenn Sie sich Regen wünschen, brauchen Sie nur zu grillen. Ich fürchte, dann müssen wir jetzt alle ins Haus gehen. Was? Dann verpassen wir ja den Regen. Herr Känguru hat einen großen Schirm, der alle vor dem Regen schützt. Fertig gegrillt. Wer hat Hunger? Ich. Lecker. Peppa mag Maiskolben. Alle mögen Maiskolben. Der Regen hat aufgehört. Der Regen macht hier alles so frisch und grün. Und nass. Und matschig. Und so springt man bei uns in Matschepfützen. Boah, das macht Spaß. Ich bin die Beste im Hüpfen, aber keiner kann so gut in Matschepfützen rumhüpfen wie Peppa Wutz. Die Überraschung. Peppa und Schorsch spielen in ihrem Kinderzimmer. Claudia. Schorsch, du musst auf deiner Seite vom Kinderzimmer bleiben. Das ist deine Seite und das ist allein meine Seite. Komm nicht über die unsichtbare Linie. Die Post! Guten Tag, Herr Zebra. Guten Tag, Papa Wutz. Ich habe Briefe für Sie dabei. Sind das auch Briefe für mich und Schorsch? Ich fürchte, nein. Alle für Mama und mich. Oh. Es gibt auch noch ein Paket. Das ist sicher der Stahlbeton, den ich bestellt habe. Guck mal, die vielen Briefmarken. Die sind da drauf, weil es von sehr weit her kommt. Und tschüss. Wiedersehen. Oh, hier steht, das Paket ist für Peppa und Schorsch. Yippie! Guck mal, Mama. Ein Paket für Schorsch und mich. Oh. Da ist auch ein Brief dabei. Hallo Peppa und Schorsch. Dieses Paket ist für euch beide. Alles Liebe von Tante Dotti. Tante Dotti lebt sehr weit weg in einem anderen Land. Oh, was ist in dem Paket? Es hat Räder. Auto. Nein, kein Auto, Schorsch. Denn es hat Beine. Es ist ein Tisch. Es hat ein Schwänzchen. Oh, Tische haben keine Schwänzchen. Und hier ist auch noch ein Griff.
Was ist das denn bloß? Da ist noch etwas in der Kiste. Ein Spielzeugpferd. Und ich nenne es Glitzerfuß. Hatte Hü. Glitzerfuß. Hatte Hü. Nein, Glitzerfuß. Hatte Hü. Denkt daran, Kinder. Tante Dotti hat das Paket an euch beide geschickt. Ihr müsst es euch teilen. Teilen macht doch Spaß. Kann ich zuerst mit Glitzerfuß spielen? Lass Schorsch zuerst damit spielen. Er ist der Jüngste. Hatte Hü, Hatte Hü. Schorsch spielt sehr gern mit Hotte Hü. Schorsch, das Pferd heißt Glitzerfuß, nicht Hotte Hü. Und jetzt ist Peppa dran. Ich bin Prinzessin Peppa und das ist mein Zauberpferd Glitzerfuß. Peppa spielt sehr gern mit Glitzerfuß. Upsi. Vielleicht solltest du mit dem Pferd lieber draußen spielen. Mach ich, Mami. Es ist ein bisschen steil hier. Ihr spielt besser am Fuß des Hügels. Und der einfachste Weg, nach unten zu kommen, ist runter zu reiten. Bist du dir sicher, Papa? Fall bloß nicht hin, wie du es immer tust. Ich weiß schon, was ich tue, Peppa. Ich bin ja erwachsen. Yippie! Und wie willst du anhalten, Papa? Ich hab keine Ahnung. Das Ding hat keine Bremsen. Das war schlau. Du hast den Ententeich als Bremse benutzt. Hat es hier laut geplatscht? Was meinst du mit geplatscht? Papa Wutz, du hast eine Ente auf dem Kopf. Also, ich bin in den Teich gefallen. Hatte Hü, Hatte Hü. Schorsch will auf dem Spielzeugpferd reiten. Los, los. Au. Das Pferd will sich einfach nicht bewegen. Wenn hier bloß jemand groß und stark genug wäre, um Schorsch anzuschieben. Ich bin groß und stark. Ich kann Schorsch anschieben. Das ist eine gute Idee, Peppa. Hatte Hü, Hatte Hü. Schorsch, es heißt doch Glitzerfuß. Hatte Hü. Glitzerfuß. Hatte Hü. Ich hab's. Weil das Pferd doch ein Geschenk für uns beide ist, nennen wir es einfach Hotte Hü Glitzerfuß. Peppa und Schorsch spielen sehr gern gemeinsam mit Hotte Hü Glitzerfuß. Basketball. Es ist ein schöner, sonniger Tag. Peppa und ihre Freunde sind auf dem Sportplatz. Kinder, heute haben wir einen besonderen Gast und er spielt mit euch Basketball. Oh! Hallo! Papa, es ist noch nicht Abholzeit. Zu uns kommt heute erst noch ein Basketballlehrer. Das bin ich. Ich bin euer Coach. Einen Basketballlehrer nennt man Coach. Oh! Gut gemacht, Papa. Peppa, nenn mich Coach. Okay, Papa Coach. Kann denn einer von euch schon Basketball spielen? Nö. Es macht Spaß. Ihr müsst rennen, den Ball titschen und in den Korb werfen. Boah! Baby-Eier leicht. Oh. Es ist nicht so einfach, wie es aussieht. Um gut in Basketball zu sein, muss man hart trainieren und sich fit halten. Sind Sie denn fit, Papa Coach? Ja, ich bin super fit. Aber Papa Coach, du hast ein dickes Bäuchlein. Dieses Bäuchlein sind pure Muskeln. Zuerst spielen wir mal den Ball von hier nach hier. Das krieg ich wohin. Nein, Klausi. Doch nicht mit deinen Füßen. Das ist Fußball. Klausi Kleff mag Fußball. Beim Basketball titscht man den Ball mit seinen Händen. Seht mal her. Wer möchte es mal probieren? Ich. Luzi Locke titscht den Ball sehr vorsichtig. Gut gemacht, Luzi. Jetzt probiert es alle aus. Alle üben, den Ball titschen zu lassen. Und jetzt zeige ich euch angreifen. Was ist angreifen? Angreifen heißt, einem anderen Spieler den Ball abzunehmen. Schaut her. Versuch ihn mir abzunehmen, Schorsch.
Schorsch ist sehr gut im Angreifen. Jetzt wirf den Ball in den Korb. Du brauchst nur noch ein kleines bisschen mehr Training, Schorsch. Machen wir ein kleines Übungsspiel. Teilt euch mal in zwei Gruppen auf. Die Mädchen gegen die Jungs. Die Mädchen bilden das eine Team, die Jungen das andere. Das ist unfair. Wir haben die beiden Kleinen in unserem Team. Das macht gar nichts. Die Jungs werden trotzdem gewinnen. Ja, wir sind das Superteam. Ah! Emily Elefant hat einen sehr langen Rüssel. Emily benutzt ihren Rüssel. Das ist unfair. Psst, Peppa. Sie ist doch in unserem Team. Ach ja, es ist doch fair. Es ist unfair. Wir wollen, dass Emily in unser Team kommt. Nein, sie ist in unserem Team. Nicht streiten. Ihr könnt alle in dasselbe Team. Okay. Die Kinder bilden alle zusammen ein großes Team. Oh, gegen wen spielen wir denn? Also... Hallo! Die Eltern kommen, um ihre Kinder abzuholen. Ich hab's. Ihr könnt gegen die Erwachsenen spielen. Aber sie sind viel größer als wir. Ja, aber ihr hattet ein Basketballtraining bei Papa Coach. Ja, lasst uns anfangen. Wir sind das Kinderteam. Ja! Wir sind das Erwachsenenteam. Wir sind bereit. Ich bin ziemlich gut im Tennis. Ja, gut, aber wir spielen Basketball. Man muss den Ball von oben in den Korb werfen. Und dabei darfst du nur deine Hände benutzen. Oder deinen Rüssel. Aber nicht deine Füße. Achtung, fertig, los! Herr Elefant ist am Ball. Angriff von Schorsch. Pass zu Zoe Zebra. Weiter zu Linus Löffel. Und Peppa wirft den Ball in den Korb. Yippie! Das Kinderteam hat gewonnen. Hurra! Und alles nur dank Papa Coach. Das Regentagsspiel. Es regnet. Peppa und Schorsch müssen zu Hause bleiben. Ich mag Regentage nicht so gerne. Ich mag sie, denn hinterher gibt es schöne Matschepfützen zum Reinspringen. Gute Idee, Papa Wutz. Wir gehen gleich nach draußen. Peppa, wir müssen warten, bis es aufgehört hat zu regnen. Wann hört es denn auf? Komm, wir hören den Wetterbericht an. Hier ist der Wetterbericht. Heute regnet es den ganzen Tag. Oh. Ich finde, wir sollten das Regentagsspiel spielen. Was ist das Regentagsspiel? Ich zeige es euch. Ich nehme diese Quietsche-Ente und verstecke sie so, dass ihr sie sehen könnt. Meinst du, dass ihr sie findet? Papa, wenn wir sie sehen können, hast du sie doch überhaupt nicht versteckt. Schaut mal her. Ich verstecke die Ente hier und ihr sagt mir, wo sie ist. Da. Vollkommen richtig. Das ist zu einfach, Papa. Es bleibt aber nicht so einfach, Peppa. Wer von euch möchte anfangen? Weil das Spiel Babyeier leicht ist, kann Schorsch ruhig anfangen. Na gut, dann wartest du hier. Papa Wutz sucht einen guten Platz für die Quietsche-Ente. Die Ente ist irgendwo im Kinderzimmer. Schorsch sucht die Quietsche-Ente. Aber sie ist gar nicht so leicht zu finden. Oh. Schorsch, du kannst sie sehen. Streng mal deine Augen an. Schorsch strengt seine Augen an, um die Quietsche-Ente zu finden. Es wird schon wärmer. Kälter. Ganz warm. Schorsch hat die Quietsche-Ente gefunden. Hurra! Ich habe sie sofort gesehen. Dieses Spiel ist zu einfach. Mal sehen. Peppa ist dran. Jetzt verstecke ich die Ente mal. Mama Wutz sucht ein Plätzchen für die Ente, damit Peppa sie suchen kann. Ich finde die Quietsche-Ente sofort. Fertig! Die Quietsche-Ente ist irgendwo in der Küche. Ich komme dich jetzt suchen, Quietsche-Entchen. Ich weiß, wo du bist. Du bist in der Spüle. Oh! Die Quietsche-Ente ist nicht in der Spüle. Jetzt weiß ich's. Du bist unter dem Tisch gekrochen. Die Quietsche-Ente ist nicht unter dem Tisch. Könnt ihr mir helfen? Bitte. Sie hat sich zwischen anderen gelben Sachen verborgen. Was kann denn hier noch wohnen, was so gelb ist wie die Ente?
Bananen! Da bist du ja! Peppa hat die Quietscheente gefunden. Sie war in der Obstschale. Hurra! Gut gemacht! Ich möchte das Regentagsspiel gerne nochmal spielen. Dieses Mal sucht ihr beide nach der Quietscheente. Papa Wutz setzt die Ente so hin, dass Peppa und Schorsch sie suchen können. Fertig! Ich bin im Wohnzimmer! Sitzt sie auf dem Sofa? Nein. Ist sie vielleicht auf dem Fernseher? Nein. Sie ist überhaupt nirgendwo. Soll ich euch mal helfen? Sie sitzt auf etwas ziemlich Großem und ziemlich Schlauem. Und ziemlich Nettem. Papa, sie sitzt auf deinem Kopf. Das ist das beste Entenversteck aller Zeiten. Oh, der Regen hat ja aufgehört. Warum gehen wir nicht nach draußen? Aber ich will gerne nochmal das Regentagsspiel spielen. Ich glaube, dir wird das Draußen-Regentagsspiel sogar noch besser gefallen. Was ist das für ein Spiel? Ich habe keine Ahnung. Das Ziel ist, wir finden eine Matschepfütze. Hat sie schon gefunden? Ist das das Spiel? Bei diesem Spiel geht es nicht nur ums Finden, Peppa. Was kann man mit einer Matschepfütze machen? Darin herumhüpfen? Richtig schön in einer Matschepfütze herumhüpfen. Ich mag alle Regentagsspiele. Aber besonders mag ich das, bei dem wir in Matschepfützen herumhüpfen. Der verlorene Schlüssel. Peppa und ihre Familie haben einen herrlichen Ausflug in die Berge gemacht. Zeit für die Heimfahrt. Abmarsch ins Auto. Ich hoffe, dass Sie die wunderschöne Aussicht hier genießen konnten. Danke für den Besuch. Schlüssel, Schlüssel. Nein, Schorsch. Mit dem Autoschlüssel kannst du nicht spielen, sonst verlierst du ihn. Du spielst aber mit dem Autoschlüssel, Papa. Aber ich bin erwachsen und deshalb verliere ich ihn nicht. Oje, Papa Wutz hat den Autoschlüssel in den Gulli fallen lassen. Oh, fertig. Und ab nach Hause. Das könnte vielleicht schwierig werden. Weshalb? Papa hat den Autoschlüssel in den Gulli da fallen lassen. Oh, Papa Wutz. Nicht aufregen. Ich hole den Autoschlüssel wieder heraus mit diesem Stock. Hurra! Der Gulli ist wohl tiefer, als ich gedacht habe. Der Stock ist zu kurz, um an den Schlüssel zu kommen. Was wir jetzt brauchen, ist eine Angelrute. Mit dem Haken können wir den Schlüssel rausfischen. Vielleicht verkauft Frau Mümmel ja Angeln. Verkaufen Sie Angeln? Das tue ich allerdings. Ich weiß nicht warum. Hier in den Bergen können Sie eigentlich nicht fischen. Wir fischen auch keine Fische. Wir fischen nach Schlüsseln. Mein Papa hat den Autoschlüssel da in den Gulli reinfallen lassen. Oh, den kriegt er da nie wieder raus. Der Gulli ist wirklich tief. Wozu braucht man Gullis? Durch die Gullis fließt das Regenwasser ab und dann zum Meer. Die Angelleine ist nicht lang genug, um den Schlüssel zu erreichen. Oh je, Mini. Wie tief ist dieser Gulli denn? Probieren wir mal aus, wie tief er ist. Mit diesem Stein. Gute Idee, Frau Mümmel. Wir können zählen, wie lange der Stein braucht, bis er ganz unten ist. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Das ist tief. Sag ich ja. Was können wir denn bloß tun? Da kommen Herr Bulle und seine Freunde. Bagger, Kran. Schorsch liebt Kräne und Bagger. Hallo alle zusammen. Hallo, Herr Bulle. Willkommen an unserem schönen Aussichtspunkt. Sind Sie hier oben, um zu arbeiten? Nein, wir haben heute frei. Deshalb können wir die schöne Aussicht von hier oben genießen. Chef, man sieht meilenweit. Ja, und es sieht schön aus. Herr Bulle, dürfte ich mir vielleicht kurz Ihren Kran ausleihen? Wozu? Mein Papa hat den Autoschlüssel in den Gulli reinfallen lassen. Ich verstehe. Ich hol den Schlüssel blitzschnell heraus. Hören Sie, Herr Rino, bringen Sie den Kran! Zurückbleiben! Und abwärts! Was für ein Glück, dass Herr Bulle vorbeigekommen ist. Ja, endlich bekommen wir unseren Schlüssel wieder. Weiter geht es nicht, Chef. Herr Bulle ist der Chef. Haben Sie unseren Schlüssel gefunden? Nein!
Der Kran reicht nicht tief genug. Was soll ich jetzt tun? Kein Problem. Wir reißen die Straße auf. Hurra! Herr Rino gräbt den Aussichtspunkt auf. Stopp! Was ist hier los? Wir wollten doch zum Aussichtspunkt. Sie graben ihn gerade etwas auf. Dauert nicht lang. Mein Papa hat den Autoschlüssel in den Gully fallen lassen. Oh! Halt, stopp! Halten! Hier ist der Schlüssel! Ich habe ihn gefunden! Hurra! Bitteschön! Dankeschön, Herr Bulle. Ach nein, keine Ursache. Wo ist der Aussichtspunkt hin? Der Aussichtspunkt des Berges ist jetzt ein großes Loch. Hier ist jetzt eine Höhle. Willkommen am Höhlenaussichtspunkt. Oh! Alles nur wegen meinem Papa. Und wegen Herrn Bulle. Ja, ich bin der Beste im Löchergraben. Herr Bulle liebt es, Löcher zu graben. Alle lieben es, Löcher zu graben. Madame Gazelles Abschiedsparty. Peppas Kindergarten ist für heute zu Ende. Kinder, nächste Woche fällt der Kindergarten leider aus. Warum, Madame Gazelle? Weil ich weggehe. Oh. Auf Wiedersehen, Kinder. Wiedersehen, Madame Gazelle. Peppa und Schorsch kommen nach dem Kindergarten nach Hause. Mama, jetzt ist nie mehr Kindergarten. Nie mehr Kindergarten? Ja, Madame Gazelle wird nämlich weggehen. Sie macht das ja auch schon sehr lange Zeit. Bei Madame Gazelle waren schon alle Mamas und Papas, als sie noch klein waren. Madame Gazelle hat mir alles beigebracht, was ich weiß. Wer kann schon bis drei zählen? Eins, zwei, drei. Wenn ich so nachdenke, muss Madame Gazelle wirklich schon sehr alt sein. Das ist sicher der Grund dafür, dass sie im Kindergarten aufhört. Oh ja, wir machen eine kleine Abschiedsparty für Madame Gazelle. Das wird toll. Am Tag der Abschiedsparty für Madame Gazelle kommen alle, um zu helfen. Pedro, du bleibst hier draußen und sagst uns, wenn Madame Gazelle irgendwann auftaucht. Warum? Wir wollen doch nicht, dass Madame Gazelle uns bei den Partyvorbereitungen erwischt. Dann ist es keine Überraschung mehr. Na gut. Hoffentlich haben wir auch alle eingeladen. Was ist zum Beispiel mit ihren alten Freunden? War sie nicht mal in einer Popgruppe? Ja, das stimmt. Sie hat Gitarre gespielt. Bei den Groovy Gazelles. Hallo, Groovy Gazelles? Hallo, Madame Gazelle hört im Kindergarten auf. Gigi hört auf? Wie traurig. Wir machen eine Party. Eine Party? Wie schön, dann kommen wir auch. Gut, alle haben zugesagt. Dann bereiten wir jetzt die Partyhäppchen zu. Das ist die Kindergartenküche. Alle helfen beim Essen zubereiten. Emily Elefant und Wendy Wolf verzieren Törtchen. Ich mache den Zuckerguss. Und ich streue die Zuckerstreusel drauf. Peppa und Schorsch machen Wackelpudding. Wackeliger Pudding. Wackel, wackel, wackel. Pedro Pony hält draußen Wache. Da kommt Madame Gazelle. Achtung, Madame Gazelle kommt. Wir sind noch nicht so weit. Halt sie auf, Pedro. Na gut. Hallo, Pedro. Du bist heute aber früh dran. Ja, nicht da reingehen. Wieso nicht? Ein sehr schöner Tag hier draußen. Finden Sie nicht? Ja, Pedro. Kann ich jetzt reingehen? Nein. Es ist gegen die Regeln. Was redest du denn da, Pedro? Wir sind fertig. Jetzt können Sie reingehen. Überraschung! Weil sie so lustig und nett ist, haben alle sie so gern. Hurra! Wir haben ein Geschenk für Sie. Es ist eine antike Uhr. Oh! Sie ist aus stabilem Plastik. Dankeschön. Aber warum gibt es eine Party für mich? Alle hier wollten Ihnen heute danken, weil Sie die beste Lehrerin auf der ganzen Welt sind. Und darum wollen wir heute eine Abschiedsparty für Sie machen. Weil Sie doch jetzt für immer weggehen wollen. Ich gehe gar nicht für immer weg. Aber Sie haben doch selbst gesagt, dass es keinen Kindergarten mehr gibt. Oh, Peppa,
Ich habe nur gesagt, kein Kindergarten nächste Woche. Ich fahre in Urlaub. Oh! Ich bleibe noch viele, viele Jahre im Kindergarten. Wer sollte das denn sonst machen? Niemand! Das ist sehr schön, dass Madame Gazelle nicht für immer weggehen wird. Ja, es könnte keinen besseren Grund für eine Party geben. Und eine Party braucht immer Musik. Oh, die Grüwi-Gazelles! Hallo, Gigi! Du hast doch wohl noch deine Gitarre? Natürlich, wir Rockety rocken. Yeah, 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 yeah. Ein Geschenk für Oma und Opa. Mama und Papa Wutz verpacken ein Geschenk. Oh, ein Geschenk. Ist das für mich oder Schorsch? Nein, Peppa, es ist weder für dich noch für Schorsch. Och, ist es zum Spielen? Nein, es ist eine Glasvase. Das ist aber ein langweiliges Geschenk. Es ist eben ein Erwachsenengeschenk. Wir haben es für Oma und Opa Wutz gekauft. Es ist ein Geschenk zu ihrem Hochzeitstag. Dann kriegen sie auch ein Geschenk von mir und Schorsch. Das ist wirklich lieb von dir, Peppa. Aber Geschenke kosten manchmal sehr viel Geld, weißt du? Aber wir haben Geld in unserem Sparschwein. Peppa und Schorsch haben einen Cent und zwei Knöpfe gespart. Gut, dann gehen wir jetzt einkaufen. Das ist das Geschäft von Herrn Fuchs. Hallo zusammen. Was kann ich für euch tun? Oma Wutz und Opa Wutz haben bald Hochzeitstag. Die beiden sind sehr alt und wir brauchen ein Geschenk. In meinem Laden gibt's einfach alles. Ich bin sicher, du findest etwas, was dir gefällt. Ein großer Teddy. Den mag ich. Das ist ein tolles Geschenk. Peppa, das Geschenk ist nicht für dich. Es soll doch für Oma und Opa sein. Och, stimmt. Schaut mal. Lustige Zähne. Es sind aufziehbare Gebisse. Gerade sehr beliebt. Sind die nicht ein gutes Geschenk für Oma und Opa? Ich glaube, dass Oma und Opa Wutz alle Zähne haben, die sie brauchen. Machen eure Großeltern vielleicht gerne Gartenarbeit? Ja. Dann kauft doch jedem einen Eimer und einen Spaten. Kauft zwei, bezahl nur einen. Aber sie haben doch schon Eimer und Spaten und Haken und all sowas. Oje. Ich weiß was. Opa segelt gerne auf seinem Boot. Das ist sehr gut. Bei mir findet ihr alles, was so ein Seemannsherz sich nur wünschen kann. Dann hast du bestimmt einen Piratenschatz. Ich habe alles außer einem Piratenschatz. Oh. Mögen Oma und Opa denn Antiquitäten? Was sind Antiquitäten denn? Antik bedeutet alt und selten. Normalerweise ja. Meine Antiquitäten sind ganz neu. Diesen Stuhl hier habe ich 12 Mal. Ist das nicht toll? Ist der aus Eichenholz? Genau, der Stuhl ist aus Plastikeichenholz. Ist der denn auch bequem? Kommen Sie da bloß runter. Auf Antiquitäten darf man nicht sitzen. Und was macht man dann damit? Man schaut sie an. Das macht aber keinen Spaß. Noch nicht mal, wenn man erwachsen ist. Ein Geschenk für Oma und Opa zu kaufen, ist wirklich nicht einfach. Ich verstehe das nicht. In meinem Geschäft gibt's einfach alles. Es muss doch was zu finden sein. Ist es auch. Mir gefällt dieser Teddy. Und ich glaube, Oma und Opa Wutz mögen ihn auch. Dann kaufen wir den Teddy. Eine sehr gute Wahl. Und wer bezahlt? 1 Cent und 2 Knöpfe. Und 1 Knopf als Wechselgeld. Dankeschön, Herr Fuchs. Alle bringen Oma und Opa Wutz die Geschenke. Oma Wutz! Opa Wutz! Hallo, meine Kleinen. Alles Gute zum Hochzeitstag. Oh, schon wieder eine Glasvase. Das ist ein Erwachsenengeschenk. Deshalb ist es etwas langweilig. Sie gefällt mir. Wir tun sie einfach zu den anderen Glasvasen. Schorsch und ich haben auch ein Geschenk gekauft. Hoffentlich gefällt es euch. Ein Teddybär. Für Opa und mich. Dankeschön, Peppa und Schorsch. Man kann ihn sehr gut knuddeln. Hat er einen Namen? Also er heißt Eddie der Teddy. Und was isst Eddie am allerliebsten? Schokolade und Brokkoli. Das ist das beste Geschenk, das wir je bekommen haben.
Oh ja, aber wenn Eddie hier bei uns leben soll, braucht er Kinder, die mit ihm spielen. Wir zwei können mit Eddie spielen. Und immer wenn ihr beide uns besuchen kommt, ist er da, um mit euch zu spielen. Oh, super! Das neue Haus. Papa Wutz arbeitet in seinem Arbeitszimmer. Was machst du denn da, Papa? Ich baue ein neues Wohnhaus. Das ist aber nicht groß. Ist es etwa ein Haus für Elfen und Feen? Nein, schau, das ist ein Modell. Das richtige Haus wird viel, viel größer sein. Aha. Die Zeichnung zeigt, was später alles gebaut werden muss. Ich glaube, da fehlt noch was, Papa. Siehst du? Peppa hat eine Schaukel vor dem Haus gezeichnet. Perfekt. Möchtet ihr das neue Haus gern sehen? Oh ja, sehr gern. Papa Wutz fährt mit Peppa und Schorsch zu dem Haus, das er gerade baut. Da sind wir schon. Aber Papa, da steht doch kein Haus. Das liegt daran, dass der Bau noch gar nicht angefangen hat. Bagger, Bagger. Da sind Herr Bulle und seine Freunde. Herr Bulle ist gekommen, um das neue Haus zu bauen. Baust du es denn nicht selber, Papa? Ich habe den Entwurf gemacht. Herr Bulle muss nur meinen Anweisungen folgen. Guten Tag, Herr Wutz. Was soll es werden? Parkplatz? Ein Schwimmbad? Raketenstation? Ein Haus. Können Sie es genauso bauen wie dieses hier? Nur größer. Herr Wutz möchte ein Haus. Soll es aus Stroh gebaut werden? Oder aus Holz? Oder aus Steinen, Herr Wutz. Aus Steinen, bitte. Wie Sie wünschen. Und was ist mit der Schaukel? Die Schaukel bauen wir natürlich auch. Kann ich helfen? Schorsch will auch helfen. Na klar, Schorsch. Klatsch doch mal einen Klecks Mörtel genau dahin. Das sieht aus wie Blubbermatschepampe. Mörtel ist eine ganz spezielle Matschepampe. Sie klebt nämlich Steine zusammen. Peppa, möchtest du den ersten Stein mauern? Ja, sehr gerne. Gut gemacht. Ich mach den Rest. Steine muss man gerade und gleichmäßig mauern. Seht ihr? Reihe für Reihe. Das dauert aber ewig. Genau. Und wirst du heute damit fertig? Oh nein, man kann kein Haus an einem Tag bauen. Ich brauche dafür bis morgen. Gut, bis morgen, Herr Bulle. Wiedersehen. Tschüss. Schorsch hat den Klebematsch hingeklatscht. Und ich habe den Stein drauf gemauert. Das klingt alles sehr aufregend. So, jetzt macht die Augen zu und schlaft. Es ist morgen. Peppa und Schorsch können es nicht erwarten, das neue Haus zu sehen. Es ist fertig. Es ist fast fertig. Jetzt muss es noch geprüft werden. Herr Löffel ist der Bauprüfer. Ja, sehr gut. Moment, es ist noch gar nicht fertig. Was? Sie haben die Schaukel vergessen. Oh, oh nein, haben wir nicht. Dankeschön, Herr Bulle. Jetzt ist alles fertig. Unsere neuen Nachbarn können einziehen. Nachbarn? Genau, Peppa. Wir bekommen neue Nachbarn. Herr Wolf und seine Familie ziehen in ihr neues Zuhause. Schaut mal her, kleine Schweinchen. Hallo, ich bin Wendy Wolf. Ich bin Peppa Wutz. Danke, dass Sie unser Haus gebaut haben, Herr Wutz. Woraus besteht es? Aus Stroh oder Holz? Es besteht aus Steinen. Na, mal schauen, wie stabil es ist. Ich huste und ich proste und ich... es ist stabil. Und woraus ist Ihr eigenes Haus gebaut, Herr Wutz? Steine. Also vergessen Sie es lieber gleich. Oh, eine Schaukel. Die Schaukel war meine Idee. Die ist ganz toll. Und jetzt bist du dran. Kannst du mich anschubsen? Nein. Ich huste und puste dich lieber an. Lärm in der Nacht. Peppa und ihre Familie übernachten heute bei Cousine Chloe. Hallo, ihr alle. Hallo.
Oh, ihr seid doch bestimmt müde nach dieser langen Reise. Ja, ich glaube, wir werden heute früh schlafen gehen. Zuerst bringen wir Baby Alexander ins Bett. Das ist das Zimmer von Baby Alexander. Baby Alexander mag Lärm. Dabei schläft er gut ein. Wir mögen's eben laut in unserem Haus. Wir sind eine laute Familie. Peppa und Schorsch, ihr schlaft heute Nacht bei mir. Oh, super! Peppa und Schorsch freuen sich, dass sie bei Cousine Chloe schlafen dürfen. Gute Nacht! Gute Nacht! Gute Nacht! Gute Nacht! Gute Nacht! Gute Nacht! Alle liegen gemütlich im Bett und schlafen. Baby Alexander ist aufgewacht. Peppa und Schorsch sind aufgewacht. Was für ein Lärm! Das ist der Staubsauger! Warum saugst du mitten in der Nacht? Wir stören euch doch nicht etwa, oder? Was? Oh nein! Wir haben gemerkt, dass Baby Alexander bei Lärm am besten einschläft. Er liebt Lärm. Wir sind eben eine laute Familie. Alle liegen wieder in ihren Betten und schlafen. Baby Alexander ist aufgewacht. Warum spielt Tante Wutz denn Trompete? Damit Alexander einschläft. Je lauter, desto besser. Geht das nicht auch irgendwie anders, ohne so viel Lärm zu machen? Wir glauben nun mal, mit Lärm geht es am besten. Als Schorsch ein Baby war, haben wir ihn in seinem Kinderwagen rund ums Haus geschoben. Und dabei ist er immer eingeschlafen. Wie seltsam. Ohne laute Geräusche? Ja, wirklich. Wie oft ums Haus war das nochmal, Mama Wutz? 3-mal? 50-mal. Papa Wutz schiebt Baby Alexander im Kinderwagen rund ums Haus. 50-mal. Gut. Baby Alexander schläft wieder. Lasst ihr mich wieder rein? Ich schalte nur die Alarmanlage aus. Und jetzt den Alarm wieder an. Peppa, was machst du denn hier? Ich kann nicht schlafen, Papa. Das ist so eine lärmige Nacht. Okay, Peppa. Ich bring dich wieder ins Bett. Also, wo war noch mal euer Zimmer? Stopp, Papa. Das ist das Zimmer von Baby Alexander. Oh. Baby Alexander ist von dem Licht aufgewacht. Kein Problem. Hier kommt schon der Staubsauger. Und hier die Trompete. Stopp. Stopp. Ich weiß noch was anderes, was Schorsch früher zum Schlafen gebracht hat. Oh ja. Wir haben ihn im Auto rumgefahren. Ich mach den Wagenstart klar. Denk an die Alarmanlage. Papa Wutz hat die laute Alarmanlage ausgelöst. Und jetzt hat die Alarmanlage auch alle anderen aufgeweckt. Da kommt Frau Mümmel mit dem Rettungshubschrauber. Ist alles in Ordnung bei euch da unten? Es gab einen Alarm. Ja, alles gut. Okay, gute Nacht. Von dem ganzen Lärm ist Baby Alexander wieder eingeschlafen. Und jetzt schläft er tief und fest. Und alles wegen meinem lauten Papa. Gut gemacht, Papa Wutz. Ihr solltet öfters bei uns schlafen. Der Wunschbrunnen. Opa Wutz führt Peppa und Schorsch durch seinen Garten. Hier wachsen Kohlköpfe, leckerer Brokkoli und Sprossen. Oh. Kartoffeln, Möhren und rote Beete sind hier. Und weiter da hinten wächst das Obst. Und was ist das, Opa? Das, Peppa, ist Unkraut. Was ist Unkraut? Unkraut ist eine freche Pflanze, die immer am falschen Ort wächst. Oh. Rupf es raus und schmeiß es in diesen Eimer. In meinem aufgeräumten Garten ist für Unkraut kein Platz.
Opa Wutz ist sehr stolz auf seinen Garten. Vielleicht könnte man an diesem Platz ein paar kleine Erdbeeren wachsen lassen. Mitten zwischen den Karotten? Nein, Peppa. Erdbeeren gehören doch zum Obst. Alles hat seinen richtigen Platz. Habe ich nicht recht, Oma Wutz? Ja, Opa Wutz. Haben wir ein kleines Plätzchen für ihn? Nein. Was ist denn das, Oma? Das ist ein kleiner Gartenzwerg, Peppa. Und er wird in unserem Garten wohnen. Nein, nein, wird er nicht. Hier ist kein Platz. Hier ist eine Menge Platz, zum Beispiel hier. Ich will nicht, dass das hässliche Ding mich den ganzen Tag anstarrt. Peppa, Schorsch, findet ihr meinen Gartenzwerg auch hässlich? Nein, Oma, ich finde, er ist süß. Also, Opa Wutz, wir haben dich überstimmt. Der Zwerg bleibt. Ah, und da kommt der Rest der Familie. Was? Herr Bulli bringt dem Gartenzwerg eine Wagenladung neuer Freunde. Yippie! Aber Gärten sind für Pflanzen, nicht für Plastik. Muh, wo sollen die Zwerge hin? Sie sollen nirgends hin. Vielen Dank. Oh! Und tschüss. Gemeiner Opa Wutz, diese Gartenzwerge da sind doch für Oma. Oh, anscheinend sollen ihre Gartenzwerge doch zu uns. Na dann, alles klärchen. Ich mag Zwerge. Und hier kommt noch was. Wiederschauen. Dankeschön, Herr Bulle. Wiedersehen. Wiedersehen. Was ist das? Etwa ein Riesenzwerg? Nein, Opa Wutz, es ist ein Brunnen. Was ist ein Brunnen? Ein Brunnen, Peppa, ist ein tiefes Loch und in dem Loch ist Wasser drin. Oh. Und ganz zufällig brauche ich auch Wasser für meinen Garten. Also könnte ein Brunnen nützlich sein. Aber das ist überhaupt kein Brunnen. Erstens ist er aus Plastik gemacht und er hat auch kein Loch. Er ist wunderschön. Was soll an einem Brunnen ohne Wasser denn schön sein? Es ist ein Wunschbrunnen. Du schmeißt eine Münze hinein und wünschst dir was. Darf ich mir was wünschen, Oma? Natürlich, Peppa. Mit dieser kleinen Münze. Ich wünsche, ich wünsche, ich wünsche. Und nicht verraten, was du dir wünschst. Na gut. Fertig. Gut gemacht. Oma, gehen die Wünsche immer in Erfüllung? Ja. Oh, super. Aber jetzt sollte Opa Wutz euch nach Hause bringen. Wiedersehen, Oma. Wiedersehen. Auf Wiedersehen, meine Kleinen. Opa, du hast es aber gut, dass du einen Wunschbrunnen in deinem Garten hast. Findest du das, Peppa? Ja, denn du kannst dir wünschen, was auch immer du willst. Und die Wünsche gehen immer in Erfüllung, weil Oma Wutz das gesagt hat. Ja. Würdest du gerne wissen, was ich mir vorhin gewünscht habe? Was hast du dir gewünscht, Peppa? Ich habe mir für meinen Garten auch einen Wunschbrunnen und Gartenzwerge gewünscht. So was? Da können wir, glaube ich, was machen. Peppa und Schorsch werden nach Hause gefahren. Mama, Papa, ich hatte einen Wunsch und er ist in Erfüllung gegangen. Wirklich? Was hast du dir gewünscht, Peppa? Haufenweise Gartenzwerge und einen Wunschbrunnen für den Garten. Oh. Opa Wutz, ich glaube nicht, dass wir dafür Platz haben. Unsinn! Ihr habt doch hier eine Menge Platz. Ja, es sieht wohl so aus. Peppa und Schorsch lieben Gartenzwerge und Wunschbrunnen. Alle lieben Gartenzwerge und Wunschbrunnen. Gertrud, der Rettungszug. Opa Wutz macht mit Peppa und Schorsch einen Ausflug in seinem kleinen Zug Gertrud. Ich liebe deinen Zug, Gertrud. Und das Allerbeste ist, Gertrud hat Gummireifen. Deshalb brauchen wir auch nicht auf Schienen zu fahren. Wir können überall hinfahren, wo wir wollen. Opas kleine Lok macht tuff, tuff, tuff. Tuff, tuff, tuff. Tuff, tuff, tuff. Opas kleine Lok macht tuff, tuff, tuff. Den ganzen Tag. Frau Mümmel bringt die Erwachsenen mit ihrem großen Zug zur Arbeit. Guten Morgen, Opa Wutz. Sind Sie wieder mit Ihrem Spielzeugzug unterwegs? Meine Gertrud ist kein Spielzeug. Sie ist eine echte Miniaturlokomotive. Oh, wie reizend. Tschüss. Los, fahr schneller, Opa Wutz. Aber wie? Schneller geht es nicht. Gertrud gibt doch schon alles. Der große Zug fährt sehr schnell. Oh je, der große Zug hat eine Panne.
Was ist passiert? Wir müssen noch zur Arbeit. Hallo, Frau Mümmel. Haben Sie etwa Probleme mit Ihrem Zug? Das ist überhaupt nicht lustig, Opa Wutz. Alle meine Passagiere müssen zur Arbeit. Sie müssen sich einen Zug besorgen, der keine Panne hat, wie meine Gertrud. Das ist eine gute Idee. Raus mit Ihnen. Was? Ich borge mir Ihren Zug. Und umsteigen bitte. Und was wird jetzt bitte aus mir? Sie könnten doch so lange den großen Zug reparieren. In Ordnung. Ich liebe es, Dinge zu reparieren. Oh, wie spaßig. Ich fahre im Spielzeugzug. Gertrud ist kein Spielzeug. Sie ist eine echte Miniaturlokomotive. Natürlich. Achtung, der Spielzeugzug fährt los. Kann der Zug nicht etwas schneller fahren? Nein, Gertrud ist ein langsamer Zug. An der nächsten Station wartet Frau Kuh. Was ist denn mit dem großen Zug passiert? Ist er geschrumpft? Nein, dies ist ein Spielzeugzug. Opas Gertrud ist kein Spielzeugzug. Sie ist eine echte Miniaturlokomotive. Und es geht los. Opa Wutz liebt es, Dinge zu reparieren. So viel interessanter Krims und Krams. Oh je, ein Verkehrsstau. Gertrud kann doch auch auf der Wiese fahren. Natürlich. Tschüss, ihr alle. Frau Mümmel nimmt eine Abkürzung. Am Ententeich vorbei. Hallo, Enten. Den Hügel rauf. Na los, Gertrud, du schaffst das. Bis zur nächsten Haltestelle. Hallo, wo ist denn der große Zug? Der große Zug ist kaputt. Wir fahren heute mit dem Spielzeugzug von Opa Wutz. Opas Gertrud ist kein Spielzeug. Sie ist eine echte Miniaturlokomotive. Und gleich kommt die Endstation. Das hier kommt hierhin und das hier kommt dorthin. Opa Wutz hat den großen Zug repariert. So gut wie neu. Endstation! Jetzt können Sie alle zu Ihrer wichtigen Arbeit gehen. Nicht ganz. Da die Fahrt so lange gedauert hat, ist Feierabend. Oh, dann fahren wir eben zurück. Aber wenn wir mit Gertrud fahren, brauchen wir eine Ewigkeit für den Weg. Hallo alle zusammen. Ich habe den großen Zug repariert. Das ist sehr gut, Opa Wutz. Und umsteigen bitte. Und es geht los. Stopp! Was ist mit Gertrud? Wir können sie nicht hier lassen. Ja, Gertrud! Keine Sorge. Wir nehmen den Spielzeugzug einfach mit. Gertrud ist kein Spielzeug. Wissen wir. Sie ist eine echte Miniaturlokomotive. Gertrud ist der beste Zug auf der ganzen weiten Welt. Spinnennetze. Papa Wutz arbeitet hart in seinem Arbeitszimmer. Papa Wutz, du müsstest hier wirklich dringend mal putzen. So schlimm sieht es nicht aus. Aber da sind überall Spinnenweben. Ich mag Spinnenweben. Sie geben dem Raum Charakter. Wo Spinnenweben sind, sind auch Spinnen. Ich kann Spinnen überhaupt nicht leiden. Ich schon, denn Spinnen fangen Fliegen. Und ich finde Fliegen grässlich. Gut, aber nur solange mir keine Spinne unter die Augen kommt. Eine Spinne. Schönen guten Tag, Herr Spaghettibein. Oh, wo bist du denn hin? Findet ihn. Ich will ihn nicht im Haus haben. Alle suchen Herrn Spaghettibein. Herr Spaghettibein ist nicht im Aktenschrank. Oh. Herr Spaghettibein ist nicht unter dem Hocker. Oh. Herr Spaghettibein ist nicht auf dem Tisch. Oh. Ich frage mich, wo Herr Spaghettibein steckt. Das klingt, als ob Mama Wutz ihn gefunden hat. Keine Angst, Mami. Weg! Schafft ihn raus! Na gut, dann nehmen wir Herrn Spaghettibein mit in den Garten. Jetzt hat Herr Spaghettibein den ganzen Garten zum Spielen. Auf Wiedersehen, Herr Spaghettibein. Es fängt an zu regnen. Herr Spaghettibein rennt zurück zum Haus. Vielleicht mag er den Regen nicht. Er klettert im Regenrohr hinauf. Klitzekleine Spinne,
läuft im Rohr hinauf. Fällt der Regen runter, spült sie wieder raus. Kommt die liebe Sonne, wärmt alles wieder auf. Klitzekleine Spinne läuft gleich wieder rauf. Ich möchte Herrn Spaghettibein nicht im Haus haben, Papa Wutz. Dann bringen wir Herrn Spaghettibein ein bisschen weiter in den Garten. Der ist gut. Ein schöner Baum zum drin wohnen. Was macht er denn da? Er webt ein Spinnennetz, Peppa. Spinnen leben in Netzen und außerdem fangen sie Fliegen damit. Oh, er ist sehr fleißig. Ja, es macht viel Arbeit, ein Netz zu weben. Darum darf man ein Spinnennetz nie kaputt machen, denn sonst muss die Spinne die ganze Arbeit nochmal machen. Ja, Papa. Auf Wiedersehen, Herr Spaghettibein. Es ist Schlafenszeit. Das war ganz toll, wie Herr Spaghettibein heute sein Netz gewebt hat. Und morgen wird er ein neues Spinnennetz weben. Wirklich? Ja, Herr Spaghettibein webt jeden Tag ein neues Spinnennetz. Und wo webt er sein Spinnennetz dann, Papa? Keine Ahnung. Wir finden es morgen heraus. Gute Nacht. Gute Nacht. Es ist morgen. Papa Wutz ist gleich fertig, um zur Arbeit zu gehen. Ich darf nicht zu spät kommen. Ich habe einen sehr wichtigen Termin im Büro. Papa, du bist aber sehr fleißig. Ja, das bin ich. Aber nicht so fleißig wie Herr Spaghettibein. Tschüss alle zusammen. Bis heute Abend. Stopp, Papa. Was ist denn? Du kannst heute nicht mit dem Auto fahren. Warum nicht? Guck! Herr Spaghettibein hat ein Netz zwischen dem Haus und dem Auto gewebt. Papa, du hast gesagt, dass man ein Spinnennetz niemals kaputt machen darf. Wirklich? Ja, Papa Wutz. Und wenn du jetzt mit dem Auto fährst, machst du das Netz kaputt. Aber wie soll ich zur Arbeit kommen? Keine Sorge, Papa. Du darfst dir nämlich mein kleines Fahrrad ausleihen. Hier für dich. Dankeschön, Peppa. Papa Wutz fährt auf Peppas kleinem Fahrrad. Gute Fahrt zur Arbeit, Papa. Ich versuch's, Peppa. Tschüss. Tschüss. Papa Wutz ist heute sehr fleißig. Aber Herr Spaghettibein ist noch viel fleißiger. Der Haustierwettbewerb. Peppa und ihre Freunde sind im Kindergarten. Kinder, morgen gibt es ihr einen Haustierwettbewerb. Oh! Ihr bringt eure Haustiere mit und das beste Tier bekommt einen Preis. Ich bringe mein Haustier Goldfisch mit. Ich bringe meine Stabschrecke mit. Ich komme mit meinem Gecko. Ich bringe Äffchen mit. Das ist kein Haustier, das ist ein Stofftier. Das ist kein Stofftier, das ist Äffchen. Er mag Hunde, Klausi. Bring Äffchen ruhig mit, wenn du willst, Zoe. Und jetzt ab nach Hause. Und vergesst morgen nicht die Haustiere für den Wettbewerb. Es ist der Abend vor dem Haustierwettbewerb. Peppa und Luzi kümmern sich um Goldi. Ist nur Goldi. Du hast einen großen Tag vor dir. Ich poliere noch mal dein Glas. Wunderbar. Pedro spricht mit seiner Stabschrecke. Eine Stabschrecke ist ein Insekt, das aussieht wie ein Stock. Morgen früh kommst du mit mir in den Kindergarten. Das beste Haustier wird einen Preis bekommen. Das bist bestimmt du. Edmund Elefant spricht mit seinem Gecko. Guck mal hier. Und jetzt bist du dran. Zoe Zebra spricht mit Äffchen. Bist du schon aufgeregt vor dem Wettbewerb, Äffchen? Du musst morgen also ganz brav sein. Sei bloß kein Frechdachs, Äffchen. Heute ist der Haustierwettbewerb. Madame Gazelle, wer entscheidet denn, welches Haustier das beste ist? Dr. Amster. Hallo zusammen. Hallo. Oh, was habt ihr da für niedliche Haustiere? Was für ein glücklicher kleiner Fisch. Wie heißt er denn? Das ist Goldi. Die kennen Sie schon. Und sie hat ein sehr glänzendes Glas.
Was macht Goldie denn den ganzen Tag? Sie schwimmt gerne herum und dabei macht sie immer. Wunderbar! Und wer ist das? Das ist meine Stabschrecke. Wie heißt die? Kevin! Was macht Kevin so? Aussehen wie ein Stock. Erstaunlich, nicht? Oh, und was für ein Racker haben wir denn da? Das ist ein Gecko. Hat er auch einen Namen? Hemidactylus frenatus. Edmund Elefant ist ein Schlauberger. Richtig. Und was macht er so? Das. Oh, und wer kommt jetzt? Äffchen. Hältst du ihn extra falsch rum? Ja, so schläft er. Jo, verstehe. Er ist entzückend. Ich habe mein Haustier auch mit, die Schildkröte Kniepsi. Er klettert gerne auf Bäume und wer hat gewonnen? Ja, wer kriegt denn den Preis? Oh, den Preis bekommt also Kniepsi, die Schildkröte. Dr. Hamster hat ihrem eigenen Haustier den ersten Preis gegeben. Das ist nicht fair. Das ist doch ihr Tier. Oh nein, das ist doch nur der Preis für die beste Schildkröte. Den Preis für den besten Fisch kriegt doch Goldie der Fisch. Hurra! Den Preis für den besten Gecko bekommt der Gecko. Hurra! Den Preis für das Tier, das am meisten so aussieht wie ein Stock, bekommt Kevin. Hurra! Den Preis für den besten Affen bekommt Dr. Hamster. Das ist kein richtiger Affe. Das ist nur ein Stofftier. Den Preis für den besten Stofftieraffen bekommt also Äffchen. Hurra! Aber Dr. Hamster, welches Haustier ist denn jetzt das Beste? Alle, Peppa. Alle sind glückliche und gesunde Haustiere. Und so niedlich. Das neue Haus. Papa Wutz arbeitet in seinem Arbeitszimmer. Was machst du denn da, Papa? Ich baue ein neues Wohnhaus. Das ist aber nicht groß. Ist es etwa ein Haus für Elfen und Feen? Nein, schau, das ist ein Modell. Das richtige Haus wird viel, viel größer sein. Aha. Die Zeichnung zeigt, was später alles gebaut werden muss. Ich glaube, da fehlt noch was, Papa. Siehst du? Peppa hat eine Schaukel vor dem Haus gezeichnet. Perfekt. Möchtet ihr das neue Haus gern sehen? Oh ja, sehr gern. Papa Wutz fährt mit Peppa und Schorsch zu dem Haus, das er gerade baut. Da sind wir schon. Aber Papa, da steht doch kein Haus. Das liegt daran, dass der Bau noch gar nicht angefangen hat. Bagger, Bagger. Da sind Herr Bulle und seine Freunde. Herr Bulle ist gekommen, um das neue Haus zu bauen. Baust du es denn nicht selber, Papa? Ich habe den Entwurf gemacht. Herr Bulle muss nur meinen Anweisungen folgen. Guten Tag, Herr Wutz. Was soll es werden? Parkplatz? Ein Schwimmbad? Raketenstation? Ein Haus. Können Sie es genauso bauen wie dieses hier? Nur größer. Herr Wutz möchte ein Haus. Soll es aus Stroh gebaut werden? Oder aus Holz? Oder aus Steinen, Herr Wutz? Aus Steinen, bitte. Wie Sie wünschen. Und was ist mit der Schaukel? Die Schaukel bauen wir natürlich auch. Kann ich helfen? Schorsch will auch helfen. Na klar, Schorsch. Klatsch doch mal einen Klecks Mörtel genau dahin. Das sieht aus wie Blubbermatschepampe. Mörtel ist eine ganz spezielle Matschepampe. Sie klebt nämlich Steine zusammen. Peppa, möchtest du den ersten Stein mauern? Ja, sehr gerne. Gut gemacht. Ich mach den Rest. Steine muss man gerade und gleichmäßig mauern. Seht ihr? Reihe für Reihe. Das dauert aber ewig. Genau. Und wirst du heute damit fertig? Oh nein, man kann kein Haus an einem Tag bauen. Ich brauche dafür bis morgen. Gut, bis morgen, Herr Bulle. Wiedersehen. Tschüss. Schau,
Schorsch hat den Klebematsch hingeklatscht. Und ich habe den Stein draufgemauert. Das klingt alles sehr aufregend. So, jetzt macht die Augen zu und schlaft. Es ist Morgen. Peppa und Schorsch können es nicht erwarten, das neue Haus zu sehen. Es ist fertig. Es ist fast fertig. Jetzt muss es noch geprüft werden. Herr Löffel ist der Bauprüfer. Ja, sehr gut. Moment, es ist noch gar nicht fertig. Was? Sie haben die Schaukel vergessen. Oh nein, haben wir nicht. Dankeschön, Herr Bulle. Jetzt ist alles fertig. Unsere neuen Nachbarn können einziehen. Nachbarn? Genau, Peppa. Wir bekommen neue Nachbarn. Herr Wolf und seine Familie ziehen in ihr neues Zuhause. Schaut mal her, kleine Schweinchen. Hallo, ich bin Wendy Wolf. Ich bin Peppa Wutz. Danke, dass Sie unser Haus gebaut haben, Herr Wutz. Woraus besteht es? Aus Stroh oder Holz? Es besteht aus Steinen. Na, mal schauen, wie stabil es ist. Ich huste und ich proste und ich... es ist stabil. Und woraus ist Ihr eigenes Haus gebaut, Herr Wutz? Steine. Also vergessen Sie es lieber gleich. Oh, eine Schaukel. Die Schaukel war meine Idee. Die ist ganz toll. Und jetzt bist du dran. Kannst du mich anschubsen? Nein. Ich huste und puste dich lieber an.